Man muss verstehen, wie es dazu kommen konnte, um sich Strategien zu überlegen, wie man die Leute in die Demokratie zurückholt, wie man ihnen das Vertrauen in die Demokratie zurückgibt. Und dafür muss man verstehen, auf welchem Wege sie es verloren haben. Ich habe natürlich auch dann gedacht, als die Mauer gefallen ist, es platzte in mir, so, dass ich gedacht, jetzt wird alles anders. Aber in dem Moment, in dem die Mauer gefallen ist, war auch für mich klar, dass ich das Leben radikal beschleunigen würde. Ja? Dass sozusagen der Wartezustand, in dem man sich befunden hat, zu Ende ist. Das fand ich verrückt. Ja. Also ich fast kann das in einem Satz zusammenfassen. Da bin ich einmal zu oft zum Ostdeutschen gemacht worden. Ja, also war nicht das erste Mal, aber war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist irgendwie mein innerer Glutkern berührt, jetzt verbrennt er euch. Und was ist dann passiert? Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Dirk Oschmann. Dirk Oschmann ist Literaturwissenschaftler und Autor. In diesem Jahr ist sein Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung erschienen und dieses Buch ist eingeschlagen wie eine Bombe. Dirk schreibt darin sehr, sehr wütend über den Abstand zwischen Ost- und Westdeutschland 33 Jahre nach Wiedervereinigung. Und wer dieses Buch gelesen hat, der kann nicht anders, als darüber zu sprechen. Ich habe das privat gemacht, ich habe das hier im Hotel Matze gemacht und die Medien und darüber hinaus machen das auch. Das Buch polarisiert und hat eine ganz, ganz neue Debatte entfacht. Und ich freue mich, dass ich heute mit Dirk Oschmann sprechen konnte. Mir ist aufgefallen in der Berichterstattung über das Buch und auch über ihn, dass man da sehr, sehr wenig über seine Biografie erfährt. Und deswegen geht es im ersten Teil des Gesprächs um seine Herkunft. Ich habe dadurch auch sehr, sehr viel über die DDR-Geschichte nochmal erfahren. Und dann geht es um seine Thesen aus dem Buch und darüber hinaus. Es geht einerseits um die Distanz zwischen Ost und West. Es geht um die Abkehr von Demokratie, was ihn auch bewegt hat, das Buch zu schreiben. Und es geht um die Wurzeln wesentlicher innerdeutschen Probleme. Ich habe wahnsinnig viel in dieser Folge gelernt und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Dirk Oschmann. Ich fange mal groß an. Worauf bist du stolz? Auf meine Kinder. Auf beide Kinder. Unser Sohn wird 17, unsere Tochter ist 14. Die machen mich glücklich, die machen mich stolz, die machen mich reich. Und in gewisser Weise könnte ich sagen, ich kann mir gar nicht Leben ohne sie vorstellen. Was an ihnen macht dich stolz? Der unglaubliche Witz, den beide haben, die Eigentümlichkeit, die sie an den Tag legen, die Scharfsinnigkeit, die sie beide haben, die Entschiedenheit, die sie haben können. Ja, das ist vor allen Dingen ihr Witz. Ja? Ja. Lacht ihr viel zu Hause? Wir lachen viel zu Hause. Ironie ist der Grundmodus. Ja, sehr gut. Kennst du das aber auch, also das kenne ich, ich habe einen 10-jährigen Sohn. Mhm. Papa, sei nicht so ironisch. In den Anfangszeiten. Inzwischen sind sie gut ausgebildet darin. Sehr gut. Und über was lacht ihr? Über alles Mögliche. Also das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Wir sind eine sehr sprachverspielte Familie. Es gibt viel Sprachwitz, ganzen Tag eigentlich. Meine Frau ist auch Literaturwissenschaftlerin. Die Kinder lieben Sprache. Sie lesen sehr gern. Sie haben von Anfang an sich für Sprache interessiert. Unser Sohn ist so eine Art Papagei. Der hört was 2 Minuten und kann das dann nachsprechen. Der kann also auch Dialekte nachsprechen, wenn er sie kurz gehört hat. Beide sind in den Sprachen sehr gut. Und es macht ihnen einfach großen Spaß, mit Sprache umzugehen, mit Sprache zu spielen. Und da gibt es viel Gelächter zu Hause. Wie nehmen die das wahr, dass du jetzt so ein Star bist? Also mit diesem Begriff kann ich mich überhaupt noch nicht identifizieren. Mein Sohn verfolgt das. Der hat auch das Buch gelesen. Und sie bringen ab und zu mal Bücher mit aus der Schule von den Eltern der anderen, die ich dann signieren soll, oder von den Großeltern. Ich bin auch in die Schule eingeladen. Meiner Tochter ist es im Wesentlichen egal, aber sie weiß das. Sie verfolgt das natürlich auch, weil ich auch jetzt oft nicht da bin. Ja, das ist also ganz alltagspraktisch zu merken. Und mein Sohn verfolgt das beispielsweise auch auf Instagram oder auf den anderen Social-Media-Kanälen, was da so über das Buch gesagt wird und wie das wahrgenommen wird und zeigt mir dann ab und zu Sachen. Das finde ich sehr nett, dass er da so in gewisser Weise mitfiebert. Also nicht so intensiv jetzt natürlich, aber ab und zu, und das freut mich natürlich.
Zeigt er auch seinen Stolz? Das weiß ich nicht, indirekt. Er würde es nicht zugeben. Dafür ist er zu cool. Ja, eben. Das ist ja gar nicht so einfach. Und wie ist das? Also ich meine, das Buch ist ja sehr, wird ja sehr viel besprochen oder wurde sehr viel besprochen und auch kontrovers besprochen und auch diskutiert, auch in den sozialen Netzwerken. Wie ist das dann für den Sohn, wenn der, ja, wenn der eigene Vater so, man will ja eigentlich, also klar redet man, das kenne ich ja auch mal schlecht über die Alten und verdreht die Augen, aber wenn man auch so ein, so benannt wird, beurteilt wird, wie geht er damit um? Wie geht ihr in der Familie damit um? Es ist nicht so akut Thema, muss ich wirklich sagen. Ja, also er zeigt mir, wie gesagt, ab und zu solche Dinge, wenn er was liest. Er zeigt mir in der Regel nur das Positive. Ja, es wird sicher auch Negatives geben, aber wenn er was findet, was er mir zeigen möchte, macht er das. Aber so im Alltag ist es eher so, dass ich ja jetzt auch viel unterwegs bin, dass wir uns nicht so oft sehen. Im Moment ist er gerade auf Klassenfahrt, 5 Tage. Er kommt erst morgen zurück. Ich fahre morgen weg für eine Woche, weil ich Termine habe. Und insofern ist es ganz gut, wenn das so auf kleiner Flamme vielleicht vor sich hin köchelt. Es muss ja auch nicht jedes Gespräch dominieren, sondern wir wollen ja auch noch ein Leben als Familie führen und wollen uns da auch im Grunde unseren Schutzraum aufrechterhalten, der es für mich auch wirklich ist. Das kann ich mir auch vorstellen. Vor allen Dingen ist dieses Thema der Osten, eine westdeutsche Erfindung, also der Titel deines Buchs, ja auch so berufsbestimmend, nehme ich mal an, oder dann alltagsbestimmt, und ich kenne das ja auch, man will ja auch nicht den ganzen Tag, also es ist ja auch schön, dass es dann um sowas wie, wir decken jetzt den Tisch geht und völlig anderen Quatsch oder den neueste Comics oder sowas. Ja, und dann habe ich ja noch meine richtige Arbeit, die ich sehr gern mache an der Universität, die Seminare, die Vorlesungen, aber das ist jetzt auch etwas reduziert wegen der vielen Termine, aber heute Abend zum Beispiel habe ich noch so einen Theorielesekreis, darauf freue ich mich sehr. Was lest ihr da? Wir lesen heute Abend einen Text von Paul de Man, einem amerikanischen Literaturwissenschaftler, die Rhetorik der Zeitlichkeit aus einem berühmten kanonischen literaturwissenschaftlichen Werk. Blindheit und Einsicht heißt das, von 1972. Noch nie von gehört. Aber ich packe das auf jeden Fall in die Shownotes rein. Ich habe dich ja nach Stolz gefragt. Ja. Und ich finde es schön, dass du sofort von deinen Kindern gesprochen hast. Kennst du auch einen Heimatstolz? Also Heimatstolz in dem Sinne kenne ich nicht. Ich finde das Konzept Heimat wichtig, weil man natürlich irgendwie, egal wie man es bezeichnet, einen Ruhepunkt braucht, glaube ich. Man kann nicht sozusagen permanent on the move sein. Man kann nicht ortlos leben. Das hält man auf Dauer, glaube ich, nicht aus. Ich kenne zumindest niemanden, selbst die großen Protagonisten der Bewegung geben irgendwann zu, dass sie gerne auch mal zur Ruhe kommen möchten. Und ich würde es eher in diesem konzeptuellen Feld Heimat, Ruhe, Rückzug, verorten, von wo aus man dann auch eine Sicherheit hat, um wieder hinauszugehen in die Welt. Also ich finde es ganz wichtig, dass man einen Ort der Vertrautheit hat, der Geborgenheit, der Sicherheit, wo man auch die Kraft sich holen kann, um dann wieder ins Unvertraute, ins Fremde zu gehen, weil man ja neugierig bleiben muss. Sind das bei dir die eigenen 4 Wände, die du dann siehst, wenn du die Augen zumachst und an Heimat denkst, oder denkst du an eher an eine andere, eine Landschaft? Wie riecht das? Wie sieht das aus, wenn du das Wort hörst? Also Landschaft ist ein ganz wichtiger Faktor, und da hat das natürlich eher was mit Thüringen zu tun, weil das eben so eine Mittelgebirgslandschaft ist, da gehören Berge dazu. Ja. Ich fremdele immer noch ein bisschen damit, dass es in Leipzig keine Berge gibt, obwohl Leipzig sehr schön ist. Es hat viel Wald in der Stadt, ja, man kann also kilometerweit durch die Stadt fahren. Ohne der grüne Gürtel ist irre, ja. Und auch mitten durch die Stadt durch, bis in den Süden zum Kospudener See. Wir können von uns aus in den Wald reinfahren, wir fahren 10 Kilometer nur durch den Wald, ohne große Straßen benutzen zu müssen. Das finde ich fantastisch. Leipzig ist auch sehr wasserreich, aber es gibt eben keine Hügel. Und ich merke, wenn ich Richtung Thüringen fahre, wie ich doch auch mal durchatme, weil ich wieder Hügel und so bergartige Gebilde sehe. Du siehst auch die Unterschiede. Also manchmal, also so, ich komme aus Brandenburg ursprünglich, und ich sehe das immer, wenn ich Acker sehe, also wie die in Brandenburg angelegt sind, ist ganz anders als die in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und auch Hügel sind, also Brandenburg ist auch nicht besonders hügelig, aber ich sehe so diese Alleen, das leichte Ansteigen, das kann ich total, ich glaube, man könnte mich immer da raussetzen, ich würde sofort erkennen, hier ist, das ist meine
Landschaftsheimat? Mhm. Also für mich spielt sicher noch eine große Rolle, dass meine Eltern seit über 50 Jahren im selben Haus wohnen. Und die haben das Haus damals gekauft, 1970. Und natürlich ist es nicht mehr meine Heimat, aber es ist auch ein Ort, wo ich mich nicht erklären muss in irgendeiner Form. In diesem Haus? In diesem Haus, genau. Und das ist am Stadtrand von Gotha. Ich könnte gar nicht so richtig definieren. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, von welcher Relation aus ich Heimat denke. Also ich merke auch zum Beispiel, wenn ich im Ausland war und ich komme zurück und höre wieder verstärkt deutsche Sprache, dann ist das schon auch eine Form des Wiederheimischwerdens. Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also die deutsche Sprache, wenn ich ganz woanders war. Aber innerhalb Deutschlands ist es auch verschieden, natürlich. Und ab wann ist für dich die Ostherkunft oder die Ostheimat, ab wann spielt die eine Rolle für dich? Also ab wann fragst du oder wann ist das Thema? Es kann Thema werden, wenn ich mit alten Freunden unterwegs bin, mit denen ich zur Schule gegangen bin, mit denen ich studiert habe, die also denselben Erfahrungsraum durchschritten haben, den ich auch kenne. Dann kann es ein Thema werden. Es kann aber auch negativ ein Thema werden, wenn ich in irgendeiner Weise darauf reduziert werden soll. Mhm. Darauf reagiere ich inzwischen, kann man ja in dem Buch sehen, leicht allergisch. Aber ansonsten spielt es eigentlich keine Rolle, aber das ist, das wäre die vorläufige Antwort darauf. Da müsste ich auch länger drüber nachdenken, um das in seiner ganzen Komplexität zu beantworten, aber vielleicht in diesen beiden Richtungen. Ja, also wenn ich mit jemandem zusammen bin, der selber diese Erfahrung gemacht hat, dann gibt es keinen Rechtfertigungs- oder Erklärungsbedarf. Und das geht mir übrigens mit Polen und Tschechen und Ungarn auch so. Ja, weil die auch diese Diktaturerfahrung haben, weil die die Erfahrung haben, in diesem Sowjetimperium eingesperrt gewesen zu sein. Und man muss bestimmte Mechanismen des Alltags nicht erläutern. Man hat dann eine gemeinsam geteilte historische Erfahrung. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie alt man war, als die Mauer gefallen ist, ganz sicher. Wie alt warst du? 22. Mhm. Und eigentlich bin ich jemand, der gern offen anderes aufnimmt und auf andere offen zugeht. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich werde in irgendeiner Weise auf diese Herkunft reduziert oder man glaubt, da irgendwelche Schlussfolgerungen aus meiner Herkunft ziehen zu können, dann kann ich sehr scharf werden. Ich musste gerade dran denken oder erst schon dran denken, als du das über dein Elternhaus gesagt hast, ein Ort, an dem man sich nicht erklären muss. Mhm. Und das kenne ich, wenn ich unter Ossis, wenn es da so ein kurzes, wo kommst du ursprünglich her? Aha. Und sofort gibt es so eine Art von Zugehörigkeit, eine Identifikation auch. Mhm. Und auch so dieses etwas Heimatliches, Verstandenes, ohne dass man das jetzt genau durchdeklinieren muss. Und auf der anderen Seite, wenn es aber benannt ist von außen, dann, und so lese ich auch dein Buch, dann wird es schwierig. Also es gibt diesen inneren Zusammenhalt, innere Verständnis, aber das äußere Benanntsein, das ist die Schwierigkeit. Das ist das Entscheidende aus meiner Sicht. Und zwar, also ich finde es einen sehr guten Begriff mit diesem Vertrautsein. Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, so eine ursprüngliche Vertrautheit. Und die kann einem ja auch im Ausland begegnen, wenn man da jemanden trifft zum Beispiel. Und die Schwierigkeit besteht ja darin, dass das Benanntsein immer was ganz anderes mit sich führt. Eben diesen ganzen negativen Raum an Konnotationen, der sich da inzwischen aufgetan hat, wenn man von Ostherkunft spricht. Ja, das ist ja im Grunde das Kernthema des Buchs. Ja, wie funktioniert das Verständnis von innen heraus und wie funktionieren aber die Zuschreibungen in ihrer ganzen Mächtigkeit und auch in ihrer Niedertracht? Über die Zuschreibung reden wir auf jeden Fall noch ein bisschen später, würde ich sagen. Für mich gibt es einen der schönsten Sätze im Buch, ist in den Danksagungen drin. Mhm. Und zwar schreibst du, was uns ausmacht, ist nicht die Herkunft, was uns ausmacht, ist das, was wir gemacht haben, egal aus welcher Himmelsrichtung wir einst kamen. Da kriege ich direkt eine Gänsehaut, wenn ich den wieder lese, weil das ist, dass du den da hinten so versteckt hast, das war tatsächlich so, Chapeau. Mich interessiert immer, und auch da hast du eine Schwierigkeit mit dem Wort ticken, aber ich sage das immer am Anfang des Podcasts, ich will herausfinden, wie jemand tickt. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viel davon, wie jemand
tickt, in der Kindheit und Jugend verwurzelt ist. Mhm. Was kannst du mir darüber erzählen, über deine Kindheit und Jugend, was dich geprägt hat, unabhängig von der Himmelsrichtung? Also mich hat auf jeden Fall geprägt, dass ich 9 Jahre Kronprinz war. Kronprinz? In der gesamten Familie war ich lange Jahre der einzige Enkel. Boah, ich habe dieses Wort so lange nicht mehr gehört. Ich war auch der Kronprinz. Ja, ja, mein Großvater hatte 4 Töchter und meine Mutter war die älteste Tochter und ich war dann der erste Junge, der ihm sozusagen in die Finger kam. Das ist der Großvater, dem auch das Buch gewidmet ist. Und Oskar Fischer. Genau, mit dem ich ein unglaublich enges Verhältnis hatte, den ich sehr geliebt habe. Ich war als Kind sehr viel bei meinen Großeltern, sehr gern. Meine Mutter hat mich da auch immer hingebracht, das ist nicht weit von Gotha entfernt. Wenn ich mal krank war und meine Großmutter war eine unglaublich liebenswürdige und kinderliebe Frau und hat alles getan für mich, aber auch für die anderen Enkelkinder dann. Aber ich habe eben das Privileg gehabt, lange Zeit der Einzige gewesen zu sein und fand es auch sehr angenehm. Fand das sehr angenehm. Das war also wichtig. Und es war doch eine ziemlich dörfliche Kindheit. Also einerseits in Gotha bin ich zwar groß geworden. Das hatte zu DDR-Zeiten knapp 60.000 Einwohner. Aber ich bin am Rand groß geworden, wo eben eher Landwirtschaft vorgeherrscht hat. Das war ein eigenes Dorf bis weit ins 19. Jahrhundert hinein und ist dann später erst eingemeindet worden. Ist auch so ein bisschen separat gelegen. Da waren bis 1990 dann, das besiedelt worden ist oder bebaut worden ist, war da auch eine räumliche Trennung. Da gab es also Felder zwischen diesem Dorf und der Stadt und es gab eine Bahnlinie. Im Dorf waren Felder? Am Rand, also zwischen Gotha und dem Dorf, aus dem ich komme, Siebleben. Okay. Da waren Felder, das gehörte dann eben mit zu Gotha dazu, aber es war ein eigener Ortsteil und eben der Ortsteil war durch Felder und durch eine Bahnlinie von der Stadt abgetrennt. Die Felder sind inzwischen auch bebaut worden. Das ist ja teures Bauland geworden dann nach 1990. Und der Raum war eben eher landwirtschaftlich und bäuerisch geprägt. Die Leute hatten Tiere. Wir hatten Hasen und erst einen Schäferhund und später einen Dobermann. Das spielte eine große Rolle, dass auch in jedem Haus oder hinter jedem Tor ein riesiger Hund irgendwie zu finden war. Das war aber ganz selbstverständlich und es war eigentlich eine ziemlich unbeschwerte Kindheit. Also solange man eben nicht in irgendwie einer Form politisiert wurde, aber ich würde sagen, die ersten 10, 12 Jahre ist keine große Rolle gespielt, auch in der Familie. Es hängt auch immer davon ab, wie politisiert die Familie ist. War sie politisiert? Meine Mutter ist gesellschaftspolitisch interessiert, mein Vater ist ein großer Schweiger und er redet nicht viel über, egal worüber. Metallbauer, ne? Genau, ja. Genau. Und der hat nun auch im 3-Schicht-System gearbeitet. Das war sehr harte Arbeit, hart verdientes Geld, war also auch öfter nicht da, was auch seine Vorteile hatte. Aber das war schon eine ziemlich unbeschwerte Kindheit, aus meiner Sicht. So hat sich's angefühlt. Was hat denn der Kronprinz, außer der Uhr, die du von deinem Opa bekommen hast, was hat dein Opa dir mitgegeben? Also du widmest dieses Buch ja ihm und der ist für dich so eine wichtige Person, davon unabhängig so eine besondere Stellung zu haben, die ja auch so ein bisschen, also das sehe ich, habe ich auch immer mit Humor betrachtet, so also beides, Ernst und Humor zugleich. Mhm. Aber was würdest du sagen, weil du hast es auch prägend genannt, wie hat er dich geprägt? Also er war unglaublich fleißig, hat viel gearbeitet, immer auch am Wochenende. Er war ja Tischler, hat dann auch am Wochenende natürlich für seine Tischlerei gearbeitet oder in der Tischlerei, die gehörte, also sie war in einem Nebengebäude neben dem Haus. Er hat also ein Haus gehabt, dann ein großes Lagergebäude und dann ging dieser Gebäudekomplex über in die Werkstatt und dann war ein Hof da und es war ein großer Garten da mit aber gleichzeitig noch Imker. Der hat also Honig auch gemacht. Es gab Hasen, es gab immer einen Hund oder eine Katze. Meistens, als ich dann da war, gab es vor allen Dingen Hunde. Und dahinter, hinter dem großen Garten, begann das freie Feld. Ja, also es war eine wirklich einerseits kleine Welt, andererseits war das für mich eine unendliche Welt der Freiheit da. Ich konnte da alles machen. Ich durfte nur im Frühjahr nicht auf die Obstbäume klettern, damit ich nicht die Knospen abbreche. Aber ansonsten konnte ich da alles machen und habe mich da pudelwohl und aufgehoben gefühlt. Und er war einerseits eine große Autorität. Er konnte auch sehr autoritär sein. Man muss auch sagen, er hat seine Töchter verprügelt. Ja, aber von diesen harten Sachen bin ich nicht betroffen gewesen. Weil du ein Junge warst? Weil ich der Enkel war. Weil du Kronprinz warst.
Ja, und als Enkel hat man natürlich nicht das zu ertragen, was die Kinder zu ertragen haben. Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Mein Großvater hat nie mich irgendwie hart angefasst oder irgendwas. Also ich habe natürlich auch Unsinn gemacht. Zum Beispiel habe ich mal eine Zigarre geraucht. Mein Großvater war Nichtraucher und hat das natürlich sofort festgestellt. Da war ich 11. Und er hat sich gewundert, warum sein 11-jähriger Enkel nach Zigarre riecht. Das riecht man ja als Nichtraucher. Ja. Sofort. Und da gab es Ärger, aber er hat es dann auf sich beruhen lassen. Er hat mich einmal scharf angesprochen und das war es dann auch. Also er konnte sehr autoritär sein, aber für mich war er vor allen Dingen eine Autorität. Ja, also nicht im autoritären Sinne, sondern er war eine Autorität, jemand, der wusste, wo es lang geht, der auch sehr entschieden war, der die Dinge auch entschieden hat, der dadurch anderen auch Stabilität gegeben hat. Und er war gleichzeitig sehr humorvoll und auch zugewandt und liebenswürdig. Also konnte auch sehr charmant sein. Und ist er für dich so eine Art Nordstein, wo du versuchst, also ich das versuche ich auch zu sein, jemand, der, ich höre sehr viel Leadership eigentlich, ja. Also so Grenzen, aber auch eine Freiheit geben, Orientierung geben, viel arbeiten, was du ganz offensichtlich auch machst, und dann aber ab und zu oder öfters den Spaß auch nicht aus den Augen verlieren. Nein, er hat also aus meiner Sicht ein erfülltes Leben geführt. Mhm. Ja, also mit allem, was dazugehört. Die Kriegserfahrung war ganz wichtig für ihn. Er war ja 7 Jahre bei der Wehrmacht von 1938 bis 1945. Und er hatte auch eine starke religiöse Erfahrung gemacht, weil er mal hinter die Frontlinie geraten ist, alleine. Und gedacht hat, dass er sterben wird. Und dann kam irgendwie noch ein Motorradfahrer vorbei, ein Deutscher, der ihn mitgenommen hat. Und die sind dann wieder auf die deutsche Seite gefahren. Das war für ihn tatsächlich eine tiefe religiöse Erfahrung, weil er tatsächlich in einem ganz basalen Sinne den Eindruck hatte, der kam von Gott geschickt. Also er hat gebetet und er war dann auch im Kirchenchor, ist regelmäßig zur Kirche gegangen und war auch ein religiöser Mensch. Er hat mir auch mal an einem ganz langen Samstagnachmittag eigentlich von mittags bis abends so 5-6 Stunden über seine Kriegserfahrung berichtet. Da war ich 19 oder 20 Jahre alt. Das fand ich sehr beeindruckend, eindrücklich, auch traurig natürlich. Aber das Entscheidende für mich ist eigentlich, das sage ich auch im Buch, dass er keine Angst hatte. Das fand ich so beeindruckend und das finde ich bis heute beeindruckend. Dass er keine Angst hatte vor keinen Situationen, vor keinen Leuten, sondern dass er immer den aufrechten Gang eigentlich an den Tag gelegt hat. Hat dir das geholfen, dieses Buch auch so zu schreiben, wie es jetzt vor oder neben mir liegt? Also es war zumindest wichtig zu wissen, dass es geht. Also dass man so ein Buch auch nur angstfrei schreiben kann. Es ist nicht, heißt nicht, dass ich nicht auch Momente der Verunsicherung hatte und dass ich nicht auch Momente des Zweifels hatte. Aber gleichzeitig war mir klar, wenn ich das Buch schreibe, dann nur in dieser radikalen Form. Weil ich sonst den Eindruck gehabt hätte, dann kann ich es auch lassen. Mhm. Ja, und also da hat er dann nichts Halbes. Und dann ist auch dieses Bild von dem Opa. Genau. Ja. Also mein Großvater, der ja eben, das sage ich ja auch, sich auch da nach Gotha gefahren ist, um sich mit der Staatssicherheit anzulegen und dann auch nochmal nach Berlin, weil es in Gotha nicht geklappt hat. Also er hat in Gotha nicht das durchsetzen können, was er da eigentlich wollte. Deshalb ist er dann mit seinem Trabant nach Berlin gefahren, in die Hauptzentrale. Das fand ich beeindruckend. Ja. Und auch 1952 in die Partei einzutreten und 1953 wieder auszutreten. Das finde ich auch beeindruckend. Super beeindruckend, fand ich auch richtig beeindruckend. Ja. Das ist, also da weiß man auf jeden Fall, wenn er auf deiner Seite ist, dann ist er auf deiner Seite. Mhm. Ja, er war absolut verlässlich. Mhm. Ja, also das war ein ganz wichtiger Punkt. Wenn er was gesagt hat, darauf konnte man sich absolut verlassen. Ab wann spielten der Staat oder die Grenzen für dich eine Rolle? Wann hast du die gemerkt? Das spielte dann doch früh eine Rolle. Erstens, weil wir einen Teil der Familie in Schwaben hatten, in Tübingen. Meine Großmutter kam ursprünglich aus Crailsheim bzw. Tübingen. Ihr Bruder hat noch dort gelebt, die Mutter hat noch dort gelebt und die größere Familie hat dort gelebt. Und eigentlich hat meine Großmutter meinen Großvater zu bereden versucht, Ende der 50er Jahre, dass sie in den Westen gehen. Und mein Großvater wollte aber seine Tischlerei nicht im Stich lassen. Und die lebten getrennt dann? Nee. Also sie kommt ursprünglich daher? Sie kommt ursprünglich daher. Die haben 1940 geheiratet und sie ist nach Thüringen gezogen.
Verstehe. Und hat dann in Thüringen gelebt ab 1940, 41. Also er war im Krieg, aber während des Urlaubs haben die geheiratet und sie ist dann dort geblieben, schon in Thüringen. Was ich mir auch als harten Schritt vorstelle, sozusagen 1940 aus Tübingen nach Thüringen in so ein kleines Dorf. Auch eine Entwurzelung natürlich. Wie bitte? Eine Entwurzelung. Genau, eine Entwurzelung. Und sie hat auch immer noch leicht Schwäbisch gesprochen. Und ich würde auch sagen, dass sie Zeit ihres Lebens nicht so richtig da vertraut geworden ist, ja, in diesem kleinen Dorf. Auf jeden Fall war das dann eine Erwägung, Ende der 50er Jahre in den Westen zu gehen. Und mein Großvater, also es war ja nicht absehbar, dass die Mauer gebaut würde, dass die Grenzen komplett dicht sein würden. Mein Großvater wollte auch nicht seine Tischlerei aufgeben und dann womöglich im Westen als Bittsteller irgendwo dastehen. Dafür war er viel zu stolz. Ja, und wer eine gut laufende Tischlerei hat, also einen gut laufenden Handwerksbetrieb, das lässt man nicht einfach im Stich, ja, in der Unwägbarkeit. Und er hätte bei Null angefangen, wenn er dann weggegangen wäre. Das wollte er nicht. Wir sind dann auch überrascht worden, natürlich von der Grenzschließung. Und es war dann in den späten 70er Jahren zunehmend Thema natürlich, auch weil meine Großmutter eben eine Weile nicht in den Westen fahren durfte, obwohl sie dann doch auch ins Rentenalter eingetreten ist. Und dann ist 1980 die erste Tochter in den Westen gegangen. Und da war das Grenzthema oder beziehungsweise das Ost-West-Thema immer zu Thema, ja, dass die Familie im Grunde sehr darunter leidet, ja, dass der eine Teil der Familie im Westen ist, der andere im Osten, dass jetzt sogar eins von den Kindern dann nach West-Berlin gezogen ist. Die Töchter haben sich dann manchmal in Budapest oder in Prag getroffen, um sich überhaupt sehen zu können. Aber es war sozusagen permanent, also 10 Jahre von 80 bis 89 war das unmittelbar Thema. Die anderen beiden Töchter haben dann auch noch Ausreiseanträge gestellt. Und das wurde also, ja, das war, also ich will nicht sagen, dass es jeden Tag Thema war, aber es war viel Thema und eine große Rolle gespielt. Dann auch im Alltag, zumal dann, also meine Mutter ist dann innerhalb der Firma strafversetzt worden und ich durfte nicht Dolmetscher werden und so. Das sind jetzt Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was andere ertragen haben, aber ich hätte eigentlich lieber ein Dolmetscherstudium aufgenommen, das ging dann nicht und ich wollte irgendwas mit Englisch machen, deshalb blieb dann nur das Lehramtsstudium. Konnten deine Eltern nachvollziehen, dass du eine akademische Laufbahn nehmen wolltest oder genommen hast? Mein Vater hat sich dazu, wie zu allem anderen auch, nicht groß geäußert. Aber meine Mutter war natürlich sehr stolz darauf. Das ist ja so ein gestufter Prozess. Ich bin in der Familie der erste Akademiker. Ich habe als erster Abitur gemacht und dann als erster studiert. Meine Eltern, oder meine Mutter vor allen Dingen, hat es auch gezeigt. Mein Vater ist ja eher zurückhaltend, aber meine Mutter hat es auch gezeigt. Würde ich jetzt fast sagen, typisch Osten. Aber man könnte auch von toxischer Männlichkeit reden, ja. Aber es ging auch nicht ohne Reibung ab. Also Abitur und Studium, das war gut oder sehr gut. Schwierig wurde es dann, als ich nach dem Studium nicht gleich angefangen habe, Geld zu verdienen. Das waren mehrere Jahre sehr, sehr schwierig. Das war dann so zwischen 92 und 95. Das war auch für meine Eltern sehr hart. Meine Mutter hatte ihre Arbeit verloren, weil die Firma einfach dicht gemacht worden ist. Ja, die musste sich erstmal beruflich neu orientieren. Das war eine sehr harte Zeit für sie. Sie waren ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr richtig arbeitslos und das war für sie besonders hart, weil sie in diesem protestantischen Überzeugungsschema aufgewachsen ist und auferzogen worden ist, dass wer alles richtig macht und wer ordentlich arbeitet und fleißig ist, auch seinen verdienten Lohn auf Erden bekommt. Ja, wer arbeitet, der darf auch essen. Und das sah nun so aus, als würde sie nicht richtig arbeiten, als hätte sie irgendwas falsch gemacht. Dabei war das einfach unverschuldet durch die historische Situation. Und sie hat sich da sehr erfolgreich in einen neuen Beruf reingekämpft. Sie ist eigentlich eine schüchterne Frau, die auch rot geworden ist, wenn sie mal von einer fremden Person angesprochen wurde. Und die hat dann jahrelang erfolgreich als Außendienstmitarbeiterin in einer Krankenkasse gearbeitet, wo sie also selber immer zu Leute ansprechen muss, die sie nicht kennt und wo sie mit denen zusammenarbeitet. Die hat mit 46 den Führerschein gemacht und so. Also das sind alles Dinge, wo sie sich rausgekämpft hat mit großer innerer und äußerer Stärke und ist heute eine sehr zufriedene Frau. Wie diese Arbeitslosigkeit nach der Wende, ja. Das ist ja ein großes Thema auch gewesen. Mhm. Wie war das innerfamiliär, wurde das betrachtet? Weil ich kenne das auch noch, dass das eigentlich, also
echt ein Problem wurde, der Umgang eigentlich damit miteinander. Also so auch, weil das Idealbild ist ja, alle haben Arbeit, protestantisch geprägt. Mhm. Und dann eine Person, bei mir war es auch die Mutter, die arbeitslos wurde. Mhm. Das war bei uns auf jeden Fall nicht nur ein Thema für sie, sondern auch ein richtiger Beziehungskonflikt. Also das war ein ganz schlimmes Jahr, nicht innerhalb sozusagen, nicht zwischen uns. Ich bin 92 für ein Jahr in die USA gegangen und in der Zeit war sie arbeitslos. In der Zeit ist meine Großmutter gestorben an einem Operationsfehler. Ja, also das war eine ganz schlimme Zeit, das war ein ganz schlimmes Jahr mit einer unglaublichen Belastung. Mein Großvater war auch schon krebskrank oder hatte schon die Diagnose. Das war alles sehr hart. Bei meinem Vater stand es auf der Kippe, ob er in der neuen Firma, ein Schweizer Investor hat die Firma gekauft, ob er da weiter arbeiten kann, vielleicht nicht auf derselben Position, aber ob er übernommen wird, das ist dann zum Glück passiert, sodass es zumindest da einen Moment der Stabilität gab. Ich bin dann aus den USA zurückgekommen, musste dann noch ein paar Monate Zivildienst machen, weil ich in der DDR zwar nicht bei der NVA war, aber ich war auch nicht ausgemustert. Also ich habe kaputte Knie. Das hat zwar zur Rückstellung geführt, aber nicht zur Ausmusterung. Allerdings bin ich dann auch vorfristig deswegen vom Zivildienst entlassen worden. Also ich bin auf ganzer Linie untauglich. Ja. Selbst für den Zivildienst hat es nicht gereicht. Und meine Mutter hat in der Zeit verschiedene Optionen erwogen, ob man eine eigene Firma gründet mit irgendwas. Und sie hat sich dann eben beworben in verschiedenen Zusammenhängen. Ist ja auch durch solche Assessment-Prozesse gelaufen. Das war ja alles neu. Und komplett neu, ja. Komplett neu und dann kamen eben diese privaten Trauerfälle dazu oder dass meine Großmutter gestorben ist. Das war alles sehr hart und für meine Eltern war es völlig unverständlich, dass ich dann gesagt habe, ich will promovieren. Ja, mhm. Sie konnten sich darunter nichts vorstellen, sie können sich überhaupt unter Universität oder konnten sich darunter überhaupt nichts vorstellen, weil sie es nicht von innen kennen, weil niemand in der Familie irgendwas Vergleichbares gemacht hat. Und sie waren der Meinung, 6 Jahre Studium oder zu dem Zeitpunkt ja 7 Jahre müssten doch jetzt reichen, um endlich mal Geld zu verdienen. Und worauf will ich jetzt noch warten? Und ich habe dann auch gesagt, also ich werde jetzt noch mehrere Jahre kein richtiges eigenes Geld verdienen, weil ich ja erstmal promovieren will. Ich habe mich dann auf ein Stipendium beworben, das ich zum Glück bekommen habe. Und ich habe dann im Alter von 31 oder knapp 31 zum ersten Mal eigenes Geld verdient. Also ich hatte ein Stipendium oder beziehungsweise 2 Stipendien, aber im Sinne von, ich verdiene jetzt Geld. Das hat erst angefangen 1998, da war ich also fast 31 und das war für meine Eltern schon sehr, sehr hart, das mitzutragen, weil die auch immer Angst hatten, dass sie womöglich mich noch mitfinanzieren müssen, dass ich ihnen auf der Tasche liege. Ja. Das war nicht der Fall, also seit ich dann weg bin mit 18, habe ich ihnen nie mehr auf der Tasche gelegen, aber sie haben eben Angst davor gehabt, dass das passieren könnte oder dass ich irgendwie es nicht auf die Reihe kriege. Und es beruhigte sich dann etwas, als ich dann meine erste Stelle angetreten habe an der Uni, aber es stand doch kurz davor, dass die Beziehung komplett zerbricht. Mit euch, zwischen euch. Ja. Aber jetzt sind sie, also jetzt. Wir haben ein gutes Verhältnis. Ja, das hört sich ja an. Und ich bin auch froh darüber, dass wir ein gutes Verhältnis haben, dass wir das irgendwie durchgestanden haben. Ich musste irgendwie auch akzeptieren bis zu einem gewissen Punkt und verstehen, dass sie das nicht verstehen können, was ich da mache. Ja. Das war für mich auch ein Lernprozess, das auch zu akzeptieren. Und natürlich sind sie dann über die weiteren Entwicklungen auch sehr froh gewesen und sind schon auch stolz darauf. Und du hast es ja auch mit der protestantischen Prägung auch richtig durchgezogen. Also das stimmt. Also so auch den, ich glaube, warst du der erste Literaturprofessor aus Ostdeutschland? Ja, ich war zumindest der Erste, der in der neueren deutschen Literatur aus dem Osten berufen wurde. Ja. Nach 1990. Das war 2011 in Leipzig. Ja. Also Erste im Fach neuere deutsche Literatur. Viele sind seither nicht mehr geworden. Mhm. Ja. Ja, da kommen wir noch zu Zahlen, kommen wir gleich noch. Wie hast du diese Zeit, also ne, du hast das auch schon mal erzählt, du hast ja im Grunde 3 Phasen erlebt. Diktatur, dann gibt es die Phase zwischen 89 und 90. Das ist die zweite Phase, zur dritten kommen wir dann noch. Ich habe dann auch noch mal so ein bisschen geguckt und ich war 10, als das 89 war ich 10 Jahre. Und also ich kann mich gar nicht mehr wirklich dran erinnern. Also es ist natürlich im Fernsehen und überall gewesen. Mhm. Wir sind nach Berlin gefahren, Begrüßungsgeld und all die Sachen, erste Bravo kaufen und so etwas. Aber ich war eben 10 und du warst Anfang 20. Ja.
Und irgendwie habe ich das für mich so als Anarchie überschrieben. Mhm. Wie sah es so in dir drin aus in dieser Zeit? Also wenn man so in deinen Kopf hätte gucken können, wie hast du dich gefühlt? Was war da los? Also es hat ja angefangen 89. Also es gab sozusagen dann schon so Lockerungsformen in der DDR, dass sie glaubten, für die Jugend mehr machen zu müssen. Es gab die großen Konzerte, glaube ich. Lindenberg hat getourt. Also der war eine 90er, also eine erste, 1990, glaube ich, im Frühjahr ist der nach Ostdeutschland. Ich meine vorher, es gab große Rockbands, die, glaube ich, 86, 87, 88 oder vielleicht auch ein bisschen später, aber die dann, glaube ich, in Berlin-Weißensee gespielt haben, also im Osten. Wo man so ein bisschen gedacht hat, hier ist irgendwas anders. Wieso kommen jetzt solche großen englischen Bands? Ich weiß nicht mehr genau, wer alles da war, aber es waren einige große Namen da. Mal gucken. Ja. Mhm. Und dann gab es eben diese klare Wahlfälschung im Mai 89, wo doch ein ziemlicher Unmut unter der Bevölkerung herrscht, weil man jetzt sichtbar doch belogen worden ist. Das war dann auch, da ist auch offener drüber gesprochen worden. Dann gab es das Massaker am Tiananmen. Das hat dann auch in Jena an der Uni eine große Rolle gespielt, jedenfalls im Bereich der Germanistik. Und ich war dann 89 mit einem guten alten Freund, mit dem ich schon Abitur gemacht habe, mehrere Wochen in Ungarn und Bulgarien. Wir sind auch durch Bulgarien getrennt und ich weiß noch, wie er meinte, irgendwas passiert dieses Jahr noch. Und wir konnten uns aber nicht genau vorstellen, was es sein sollte. Es lag in der Luft. Es lag in der Luft und ich erinnere mich an diesen Satz, ja, weil ich das ganz bemerkenswert auch im Nachhinein fand. Und der ist dann übrigens im Herbst 89 beschlossen abzuhauen und ist nach Ungarn gefahren und bekommt in Budapest die Meldung, dass Honecker abgesetzt ist und Krenz jetzt an der Macht ist. Und dann war ihm klar, jetzt ist vorbei. Und er ist einfach wieder zurückgefahren. Mhm. Weil klar war, es ist vorbei. Ja, das halten wir nicht mehr aus. Und also ich fand das sehr hellsichtig. Ja. Ja. Also erst zu sagen, irgendwas passiert noch. Und dann auch die Coolness zu besitzen, einfach wieder zurückzufahren. Und zu sagen, it's over. Dann brauche ich ja nicht mehr weg. Ja. Ja. Und ich habe natürlich auch dann gedacht, als die Mauer gefallen ist, es platzte in mir, so, dass ich gedacht habe, jetzt wird alles anders. Ja, und jetzt ist alles anders. Also ich habe vorher schon, es war ja so eine große Aufregung und Unruhe und man hat das alles mitverfolgt. Aber in dem Moment, in dem die Mauer gefallen ist, war auch für mich klar, dass ich das Leben radikal beschleunigen würde. Ja, dass sozusagen der Wartezustand, in dem man sich befunden hat, zu Ende ist. Das habe ich als ganz wesentliche Erfahrung noch zurückbehalten. Also nicht nur, dass Ordnungssysteme zusammenbrechen, sondern dass sich das gesamte Leben dynamisieren wird in jeder Hinsicht. Das war eigentlich die Grunderfahrung. Und ich fand das sehr interessant. Ich habe vor 2 Jahren zum ersten Mal ein DDR-Literaturseminar angeboten und habe dann auch nach langer Zeit mal wieder von Christoph Hein den Text Der fremde Freund gelesen mit den Studierenden. Und da spielt das Warten die zentrale Rolle. Dass die Figuren immer zu warten. Sie wissen nicht, worauf. Eigentlich warten sie, dass sie sterben. Ja, und das zeigt sozusagen schon Anfang der 80er, ein grandioser Text, die komplette Lebensmüdigkeit der Leute in diesem Staat. Also in übrigens haben sich auch viele Leute das Leben genommen, tatsächlich. Ja, die DDR hat eine irre Selbstmordrate gehabt. Ist ja auch Thema in Das Leben der anderen. Aber man merkt diese bleierne Schwere diesem Text auch an. Es ist auch atmosphärisch sogar so stark. Und ich hatte auch den Eindruck dann selber, das Warten ist zu Ende und jetzt geht das richtige Leben los. Das war meine Wahrnehmung. Und ich habe dann natürlich eine Weile gebraucht, um es sozusagen zu verstehen und für mich selber irgendwie in Lebensformen zu übersetzen. Aber ich habe auch meine ersten 100 Mark Begrüßungsgeld sofort in eine Westberliner Buchhandlung getragen. Komplett. Bis auf den letzten Pfennig. Was hast du dir geholt? Weißt du das noch? Also auf jeden Fall waren dabei Mutmaßungen über Jakob von Uwe Jonsson, mhm. Dann von Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit, von Walter Benjamin, Die Illumination, von Siegfried Krakauer, Ginster, das ist ein Roman, den er 1928 veröffentlicht hat. Die anderen, das müsste ich noch in Ruhe überlegen, es war auf jeden Fall auch was von Thomas Bernhard dabei. Also einer der Romane, entweder Frost oder Verstörung. Und die Dinger haben ja damals noch 10 oder 12 Mark gekostet. Also ich habe 8 oder 9
Suhrkamp-Bände gekauft. Das weiß ich, das war alles Suhrkamp. Und ich meine, was ich bisher immer gehört habe über diese Zeit, also auch gerade wenn es so um die größeren Städte geht, also ob das jetzt Leipzig ist oder auch Berlin ist, Dresden, das ist so ein, naja, so nicht ein Tanz auf dem Vulkan, aber doch eigentlich vielleicht schon. Also das ist alles, ging plötzlich und man konnte überall, wurden Partys gemacht, Häuser besetzt, ein großes Durcheinander und Miteinander. Und jetzt sitzt mir einer gegenüber, wo ich jetzt denke, hat er sich jetzt einfach in sein Zimmer gesetzt und Suhrkamp Taschenbücher gelesen oder gab es da noch ein bisschen mehr, Dirk? Also es ist auf jeden Fall so, dass ich das mit der Wohnungsbesetzung schon vorher eingeleiert hatte. Ich hatte mit meiner damaligen Lebensgefährtin im Februar 89 eine Wohnung besetzt in Jena. Wir haben entdeckt, dass sie frei ist und sind da einfach eingezogen. Und das ist auch lange Zeit nicht aufgefallen. Okay, da warst du in Early Bird. Aber da hat uns sogar der Nachbar noch geholfen. Der hat uns die Wohnungstür aufgebohrt mit der Bohrmaschine, damit wir da reinkommen. Ach, sehr gut. Also das war schon sehr nett und sehr hilfsbereit. Aber tatsächlich war für mich ganz entscheidend, insofern ist das Bild mit dem, der setzt sich jetzt in die Ecke und liest erstmal, ist schon nicht so verkehrt. Ja, also es war ganz klar so, dass ich natürlich auch den Eindruck hatte, ich muss ganz viel nachholen, was mir vorenthalten worden ist. Ich habe also Informationen vor allen Dingen. Also ich habe viele Bücher, also ich lese natürlich immer viele Bücher, ja, aber damals wurde plötzlich alles zugänglich. Ja, die gesamte Philosophie, die gesamte Theorie, ich musste auch erstmal lernen, was es da alles gibt. Also ich habe vieles überhaupt nicht gewusst, weil es auch nicht Teil der Ausbildung war, weil man davon nichts gehört hatte. Man konnte auch gar keine Informationen darüber bekommen, gerade nicht als Lehramtsstudent. Und es war die ersten Jahre ein Aufsaugen von unglaublich vielen Neuen. Also es war viel mit Lektüre verbunden und es waren großartige Erfahrungen des Austauschs auch. Wir hatten dann im Herbst 90 im Wintersemester eine ganze Reihe von Vorträgen von Göttinger Germanisten in Jena. Also alle zwei Wochen kam ein anderer Germanist, da gab es so eine Kooperation. Und einer dieser, es war glaube ich der letzte, der in der Reihe kam im Januar 1991, der hat einen Vortrag über Uwe Johnsons Jahrestage gehalten und hat dann festgestellt, es gibt hier doch gerade ein Uwe Johnson-Seminar. Und war ganz begeistert, weil er einfach Uwe Johnson für den wichtigsten deutschen Schriftsteller nach dem Zweiten Weltkrieg hält. Und er hat gesagt, ich lade euch alle nach New York ein. Und das hat er gemacht. Wow. Das hat er gemacht. Wir waren 10 oder 11 Leute, also die beiden Seminarleiter und der Rest des Seminars und er mit seiner Lebenspartnerin. Der hat in New York und in Harvard, also beziehungsweise in Princeton und in Harvard studiert. Der kommt ursprünglich aus der Nähe von Kiel und ist der Sohn eines Holzhändlers, der eine gut laufende Holzhändlerfirma hat. Und hat aber selber über Uwe Johnson promoviert und hat sich dann auch gewissermaßen in besten Tradition des Mäzenatentums sehr um die Uwe Johnson-Forschung verdient gemacht. Das ist Ulrich Fries. Ja, der hat uns damals eingeladen, hat uns in Princeton untergebracht. Da war Sommerpause. Also wir waren glaube ich 8 oder 9 Tage waren wir dort. Hat er mit einem der Professoren einen Deal gemacht, dass wir da wohnen können im Wohnheim und sind von dort aus nach New York gefahren. Das ist ja nur eine Stunde von Princeton aus und waren dann auch noch 2 Tage in Boston, das heißt in Harvard. Haben da die Leute kennengelernt. Das war dann 1991 meine erste US-Reise und das hat er komplett finanziert und daraus ist doch tatsächlich auch sehr viel Forschung hervorgegangen. Mehrere aus der Gruppe haben über Uwe Johnson promoviert. Es ist das Uwe Johnson-Jahrbuch daraus hervorgegangen. Der große Kommentar zu den Jahrestagen ist daraus hervorgegangen. Es gibt heute die Uwe Johnson-Stiftungsprofessur in Rostock. Die hat jemand aus der Gruppe. Also das ist doch ein nachhaltiges Projekt gewesen. Das war eine unglaubliche Erfahrung, die der uns ermöglicht hat. Und er hat uns auch sonst viel ermöglicht. Ich habe zum Beispiel auf einem Laptop von ihm meine Dissertation geschrieben. Hat gesagt, er braucht den nicht mehr, den kann ich haben. War das dein Doktorvater? Nee. Nein. Nee. Nein, das war einfach jemand, der sich auch als Mäzen versteht, der der Meinung ist, er sollte von dem Geld, was er verdient, der hat dann später die Holzfirma selber übernommen, auch etwas abgeben und sollte da Forschung auch fördern, die er für sinnvoll und richtig hält und ist da unglaublich engagiert. Also, toll. Was für eine unglaublich schöne Erfahrung. Ja, das war. Also das ist ja dann mit so einer der ersten Erfahrungen, wie ich das raushöre, mit Menschen aus dem sogenannten Westen. Und das war die Erfahrung, wir machen jetzt gemeinsame Sache. Ja. Ja, also jeder nach seinen Möglichkeiten. Und das war fantastisch. Und ich habe viele solcher Leute kennengelernt. Es gab auch noch andere, aber das war natürlich unfassbar.
Ja. Ja, also das Einzige, was er, der hat uns auch die Flüge bezahlt übrigens. Ja, der hat die Flüge bezahlt, die Unterkunft. Das Einzige, was wir selber mitbringen mussten, war unser Taschengeld. Und das hattest du ja schon in Bücher investiert. Ja, aber das war großartig und auch, wie viel Engagement dann auch privat einfach da eingeflossen ist. Das war ja auch nicht selber irgendwie an der Universität installiert, sondern das war Privatinitiative von ihm und dann auch von den anderen. Also es war eine Reihe von Liebhabern dabei. Dann wir, also es war sozusagen eine gemischte Gruppe Ost-West und daraus ist doch jede Menge entstanden und im Grunde ist es, also er steht mit seiner Dissertation im Grunde am Beginn der neuen Uwe-Johnson-Forschung und hat es dann auf diese Weise nochmal auf viel breitere Gleise gesetzt. Großartig. Ja. Uwe Johnson steht bei mir auf jeden Fall auch schon, ich habe neulich mit Charlie Hübner gesprochen und der beschäftigt sich auch viel mit ihm und da habe ich das, ich kannte den gar nicht und deswegen ist es ganz schön, dass ich jetzt hier wieder so ein nochmal so ein Ausrufezeichen hinter Uwe Johnson hergekommen bin. Ich würde die Jahrestage als erstes empfehlen. Das ist zwar das längste, aber es ist auch das zugänglichste. Aufgeschrieben. Die früheren Sachen sind sehr kompliziert. Diese Zeit wird ja, es wird Wiedervereinigung gesagt, Mauerfall, Wende, der ganz viele verschiedene Begrifflichkeiten. Welche benutzt du und warum? Ich habe mich entschieden, nur noch von Revolution zu reden. Also entweder von Revolution oder von friedlicher Revolution, weil ich das für einen ganz zentralen Begriff halte. Ich habe mich auch mit Historikern darüber verständigt, die gesagt haben, das war nichts anderes als eine Revolution. Das politische System ist geändert worden, das ideologische System ist geändert worden, das wirtschaftliche System ist geändert worden. Also war es eine Revolution. Ja, da haben die ganz klare Kriterien. Und ich finde vor allen Dingen wichtig, dass man hier den Aspekt der demokratischen Selbstermächtigung des Ostens betont, der hier doch aus eigener Kraft eine Diktatur in die Knie gezwungen hat. Und natürlich kann man sagen, das waren wenige Oppositionelle, aber diese wenigen Oppositionellen haben ja dann die vielen gebraucht, die sich auch mit in Bewegung gesetzt haben, die dann auch gewissermaßen eine kritische Energie entfaltet haben. Dazu gehören natürlich die, die dann über Prag oder über Ungarn, Österreich geflohen sind, aber es gehören natürlich auch die dazu, die dann auch ihre Angst abgelegt haben und dann einfach mal mit auf Demonstrationen gegangen sind. Die Montagsdemonstrationen in Leipzig. Montagsdemonstrationen und dass es da diese große Veranstaltung gegeben hat, dass auch in den kleineren Städten was war. Plauen nimmt ja bis heute mit in Anspruch, eigentlich zuallererst damit angefangen zu haben. Das ist wohl historisch auch so. Deshalb hatte man ja auch überlegt, dieses Transformationszentrum, was nach Halle gegangen ist, dorthin zu geben. Aber das ist eben doch vielleicht nicht zentral genug gewesen. Aber dass der Osten sich hier demokratisch selber ermächtigt hat, das fängt der Begriff der Revolution sehr viel besser ein als diese anderen Begriffe, die das verdecken. Und das halte ich eben für ein großes Problem. Also ich bin natürlich jemand als Literaturwissenschaftler, der viel mit Sprache umgeht und eine große Aufmerksamkeit darauf richtet. Deshalb finde ich es wichtig, dann auch die möglichst passenden Begriffe dafür zu verwenden. Also würdest du von einer deutschen Revolution sprechen? Also wenn ich das jetzt jemanden erkläre, also wenn wir, keine Ahnung, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt in New York und, und wir reden darüber, würdest du es dann, wäre es dann eine German Revolution? Interesting. Also ob ich mich dazu verständigen würde, weiß ich nicht, weil es ja nur ein Teil war. Ja? Der Westen hat ja das erstmal nur beobachtet, was da vor sich geht und hat sich da ja auch nicht in irgendeiner Weise, es ist ja völlig in Ordnung, ja, das war ja nicht ihr Land. Insofern würde ich nicht sagen German Revolution, ich würde einfach von Revolution in East Germany sprechen. Also da auch eine klare Trennung. Ja, ja, na klar. Weil das ist eigentlich der Verdienst, in Anführungsstrichen, doch eher der Verdienst des Ostens. Ja, natürlich, natürlich. Also der Osten hat 1953 schon mal versucht, die Diktatur anzugreifen. Also die Mehrheit der Bevölkerung ist jedenfalls da doch dem eigenen Freiheitsimpuls gefolgt und ist brutal, und das ist brutal niedergeschlagen worden, auch durch die Russen. Das ist ja dann mehrfach passiert, ob das in Ungarn war 1956 oder auch 1968 in Prag. 1980 in Polen war es anders, aber auch das ist ja brutal niedergeschlagen worden. Es gab Kriegsrecht in Polen. Es gab die Solidarność-Bewegung und immer war klar, dass die Drohung da ist, die Russen greifen ein oder die Sowjetunion greift ein. Das wenn da was passiert, genau. Ja. Genau, und sie haben es ja auch mehrfach gemacht. Ja, das ist ja sozusagen das, worüber sich die jeweiligen Machtinhaber dann auch stabilisiert haben mit dieser Angstkulisse. 1989 hat aber Gorbatschow selber gesagt, er würde nicht einschreiten. Ja, das war ja ein wichtiges Signal, dass keine Hilfe von der Sowjetunion kommen würde oder keine, also Hilfe für die Machthaber, dass die Sowjetunion diesmal nicht intervenieren würde. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
in diesem ganzen Prozess. Aber ich würde auf jeden Fall von Revolution sprechen. Vielleicht noch eine Frage, weil du gesagt hast, in New York, ich habe mal Anfang der 90er ja im Wohnheim gewohnt, während des Studiums in Buffalo, der State University of New York in Buffalo, wo ich ein Jahr studiert habe und habe da mit einem Amerikaner zusammengelebt, ein Semester, der nicht wusste, dass Deutschland geteilt war. Und ich habe vergebens versucht zu erklären, was diese DDR war, wie man da gelebt hat, keine Reisefreiheit, keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit und anderes mehr. Der Staat hat sich in alles Mögliche eingemischt und hatte auch Leute getötet, hat Leute eingesperrt für alles Mögliche. Das hat ihn alles nicht interessiert, bis ich gesagt habe, you couldn't buy Coca-Cola. Und er hatte gesagt, what? This must have been a terrible place. Und dann habe ich gesagt, yes indeed. Und dann habe ich eine Cola aufgemacht. Vermutlich, das weiß ich nicht mehr, aber das erst hat eben irgendwie Licht aufgesteckt, dass es so einen Ort geben könnte, wo man keine Coca-Cola kaufen kann. Es ist immer, Dirk, immer eine Frage der Perspektive. Genau. Nicht wahr? Mhm. sehr, sehr gute Geschichte. Nun hast du ja eigentlich, so könnte man meinen, doch gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Und dann hat sich es aber irgendwann auch geändert. Also dann irgendwann wurde ja aus den Geschwistern, dass unsere Brüder und Schwestern aus dem Osten, wie oft gesagt worden ist, irgendwann fing das, ich nenne es jetzt mal Othering ja an, also die Zuschreibung an, die nicht mehr brüderlich und schwesterlich waren, sondern eher Abschreibung vielleicht. Ich kann mich da, ich merke irgendwie bei mir, es ist um meine Erinnerung, wie gesagt, irgendwie 10, dann irgendwie, ich merkte so, dass bei mir so mit 14, da wurden die ersten Asylantenheime, weiß ich, gemerkt habe, bei uns im Dorf wurde eins angezündet auch. Es ist Neonazis, da, das ist für mich so, wo ich gemerkt habe, oh, da ist was anders. Die Familienstimmung hat gekippt, Arbeitslosigkeit innerhalb der Familie. Mhm. Also 93, 94 fing das an. Natürlich kann ich das auch nicht mehr richtig sagen, weil ich auch Teenager war, deswegen auch nochmal eine sowieso anstrengende Zeit und eine Veränderung. Und ich erinnere mich, da habe ich neulich mit einer Freundin drüber geredet, aus dem gleichen Dorf, wir waren als Teenager komplett auf uns gestellt. Also es gab keinen Erwachsenen, der sich um uns kümmern konnte. Die waren sowas von mit der Sache beschäftigt. Und ich glaube, dass daran auch viel liegt, dass so viele dann irgendwie Neonazis wurden, um irgendwie eine Art Heimat oder einen Verbund zu finden. Da erinnere ich mich, da hat sich was verändert. Da wurde aus dieser Euphorie, wurde das irgendwie plötzlich so eine Soße, die nicht mehr so gut geschmeckt hat. Wie hast du das wahrgenommen? Wann wurde das für dich so wässrig? Also das ist natürlich, was du jetzt beschreibst, ist etwas, was ich erst in den letzten Monaten, ja, muss ich sagen, fast erst gelernt habe und besser verstanden habe durch eine Reihe von Gesprächen, durch auch eine Reihe von Rückmeldungen. Ich habe unter anderem mit dem Sohn von Ulrich Mühe, Andreas Mühe, dem Fotokünstler, gesprochen, der Jahrgang 79 ist und der in einem Gespräch zu mir gesagt hat, unsere Eltern waren ja in den 90ern nicht da. Und das ist offenbar tatsächlich die Generationserfahrung. Ja. Man spricht wohl auch in der Soziologie von der Generation der Unberatenen. Und diese Generationserfahrung ist ja offenbar eine Erfahrung der Brutalisierung des Alltags. Das war mir in der Form nicht klar, weil ich natürlich als jemand, der älter ist und der dann plötzlich gedacht hat, oh, mir gehört jetzt die ganze Welt und ich kann hier machen, was ich will. Und das habe ich auch, soweit es in meinen Möglichkeiten stand, zu machen versucht, dass ich eben nun plötzlich wusste, ich kann Literaturwissenschaftler werden, wenn ich mich anstrenge, wenn ich mich engagiere, wenn ich arbeite, dann besteht die Möglichkeit, es besteht keine Sicherheit, dass es klappt, aber es besteht die Möglichkeit und ich habe vor allen Dingen die Möglichkeit bekommen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe eben nicht nur da mit Ulrich Fries diese sehr positive Erfahrung gemacht, sondern dann auch mit anderen, dass ich von den Gastprofessoren, die nach Jena gekommen sind, sehr gefördert worden bin. Dann habe ich auch große Förderungen in den USA erlebt, hatte da Promotionsangebote, bin dann meiner heutigen Frau wegen wieder nach Deutschland zurückgegangen, weil wir natürlich keine Fernbeziehung hätten führen können. Die hat noch studiert. Und ich habe dann aber auch in Jena, dann waren die ganze Professorenschaft getauscht, in Jena, aber ich habe dann trotzdem jemanden gefunden, meinen Doktorvater, dem das Buch mitgewidmet ist, der bereit war, die Dissertation zu betreuen. Und ich konnte dann einfach
den Weg gehen, den ich gern gehen wollte. Und war natürlich da auch fokussiert auf die Dinge. Das ist ja auch, darf man ja auch mal sagen, ist ja auch kein leichter Weg, sich da durchzubeißen. Aber für mich war das auch im Nachhinein lange Jahre, so wie es der Westen ja insgesamt gern in der Selbstbeschreibung erzählt, das hedonistische Jahrzehnt. Ja, also das Jahrzehnt, in dem die Welt frei und demokratisch wird. Alle Länder, das war ja der große Irrtum von Francis Fukuyama, der gesagt hat, die Geschichte ist zu Ende. Weil die eben gedacht haben, jetzt entwickelt sich alles automatisch in Richtung Demokratie, in Richtung freiheitliche Gesellschaft. Das war dann spätestens am 11. September 2001 vorbei. Da hat man das dann nicht mehr geglaubt. Aber das kam auch wirklich mit Jahrzehnt zu Ende, ne? Also genau. Und das war zu Ende, aber ich habe das genauso empfunden, nämlich als freies Jahrzehnt. Manche haben das sogar als hedonistisches Jahrzehnt beschrieben, mit Party, mit Hip-Hop und was war mit Techno, keine Ahnung, was es da alles gab. Ich höre ja andere Musik. Aber das war ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe jetzt eben in den letzten Monaten tatsächlich erst das stärker wahrgenommen. Und mir ist natürlich dann auch selber einiges wieder eingefallen. Ich habe zum Beispiel anderthalb Jahre in Jena die Innenstadt gemieden, weil die von den Neonazis besetzt worden war. Die saßen da immer an dem einen Platz und ich habe damals sehr lange Haare gehabt. Die haben mehrfach versucht, mich vom Fahrrad zu holen und ich bin dann einfach da nicht mehr lang gefahren. Ich musste da eigentlich lang, weil ich da zur Uni gefahren bin, aber ich bin dann außenrum gefahren und ist ja auch klar gewesen, dann im Nachhinein, dass Jena der Ort war, wo der NSU sich begründet hat. Und diese Brutalisierung des Alltags sozusagen ist natürlich auch an der Universität nicht so stark zu merken gewesen, wie in anderen Lebenszusammenhängen. Und dadurch, dass ich zu einer anderen Generation gehöre, hatte ich das Problem mit meinen Eltern nicht. Also meine Eltern hatten mit sich zu tun und ich hatte mit mir zu tun, aber ich habe jetzt nicht mehr erwartet, dass meine Eltern für mich da sind. Ja, und das ist natürlich anders, wenn man da als Kind, als Teenager reinkommt. Gibt ja auch große Romane über diese Zusammenhänge. Clemens Meyer etwa, Als wir träumten, ist sicher da ein wichtiges Buch über diese Generationserfahrung und auch über dieses Alleingelassensein. Die Nullerjahre gibt es auch noch eins. Genau, oder auch von Domenico Müllensiefen aus Unseren Feuern. Mhm, der beschreibt es auch, finde ich ein sehr gutes Buch. Ja, da muss ich sagen, kommt hier eine richtige Literaturliste hier noch heute raus. Ja. Ja, aber diese Differenz ist etwas, also zwischen meiner Generationserfahrung und der Generationserfahrung der Jüngeren spielt auch sicher in der Rezeption des Buches eine Rolle, weil ja doch aus der Generation der Jüngeren eher die Kritik, also wenn sie aus dem Osten kommt, kommt sie eher als Kritik der Jüngeren an dem Buch. Ja, ein Freund von mir, Thilo Mischke, der sagte auch, also seine Eltern sind Buchhändler, sagte auch, wir haben uns über das Buch unterhalten, meinte, ja, er glaubt, das Buch ist gar nicht so sehr für uns, sondern eher für die Generation unserer Eltern. Das ist ganz sicher so. Mhm. Das merke ich auch. Und was ja, ist ja erstmal nur eine Feststellung und gar keine Wertung. Ja, genau. Und aber wann, also das habe ich noch nicht, das hast du noch nicht beantwortet, wann wurde das für dich dieses benannt werden oder dass es eine Abwertung stattfindet? Wir haben jetzt ja über so die Erfahrung geredet, die du gemacht hast, aber die Zuschreibung, um die es ja auch in dem Buch geht vor allen Dingen, also der Osten eine westdeutsche Erfindung, ab wann wurden wir erfunden oder wann hast du diese Erfindung gemerkt? Also vereinzelt habe ich das natürlich vorher schon beobachtet, auch in den 90ern, und da habe ich dann gedacht, was soll das dumme Zeug? Ja, habe mich nicht weiter damit befasst oder gedacht, es verschwindet schon allmählich. Und es ist ja auch so, wenn man sich privat dann kennenlernt, dann werden doch die Vorurteile eigentlich in der Regel zügig abgebaut. Mhm. Ja, das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und ich war lange an einem Institut in Jena, wo es eine gemischte Kollegenschaft gab. Ich war nun auch einer der Jungen dort als Doktorand. Als ich zurückgekommen bin, waren eben da die neuen Professoren da. Einer davon, Gottfried Wilhelms, hat mich dann als Doktoranden angenommen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass man da, also es gab da auch, es gab da auch enorme Konflikte Anfang der 90er, als die gekommen sind. Da gab es auch Machtkämpfe und da gab es auch Machtdemonstrationen durch die neuen Professoren. Aber also ein Austausch der Elite im Grunde, ne? Austausch der Elite und dann auch jede Menge Ungerechtigkeiten, muss man auch sagen. Aber in der Zeit war ich in den USA, als die ganz großen Konflikte bei dem Umbau kamen, da war ich in den USA und hatte dann noch eben Zivildienst zu machen. Ich bin dann also erst 94 zurückgekommen eigentlich ans Institut und war sozusagen als
jemand, der unbelastet war, auch durch die DDR-Vergangenheit. Und es war ein offenes Aufeinanderzugehen und es war ein unglaublich kooperatives Arbeiten zusammen. Und ich hatte das Gefühl, nachdem diese Anfangsschwierigkeiten überwunden waren, dass man hier ein Institut hat, an dem man gemeinsame Sache macht. Und als mein Chef und Doktorvater dann 2011, da war ich dann schon in Leipzig als Professor, als der in den Ruhestand gegangen ist, gab es eine große Festveranstaltung dann im Institut in Jena und die damalige Direktorin hat gesagt, hier ist doch das Beste aus dem Osten und aus dem Westen zusammengekommen und wir haben das Beste daraus zu machen versucht. Und ich würde sagen, die Mehrzahl der Anwesenden hatte genau diesen Eindruck, ich auch. Ja, wir haben ja gemeinsame Sache gemacht, jeder nach seinen Möglichkeiten und es war ein sehr harmonisches Institut, dass es anders sein kann, weiß man, wenn man in der Germanistik irgendwo ist. Aber das war jedenfalls doch etwas, wo man das Gefühl hatte, hier wird was Gutes auf die Beine gestellt und wir ziehen an einem Strang. Es hat, wie gesagt, vereinzelt hat es immer mal Irritationen gegeben, aber das habe ich sozusagen als nicht weiter beachtenswert betrachtet. Und es nahm dann nach 2011 zu, nicht weil ich sozusagen in Leipzig eine andere Erfahrung gemacht habe, aber weil sich, glaube ich, insgesamt ab 2010 so im Osten der Eindruck breit gemacht hat, dass sich der Abstand nicht verringert zum Westen. Ja, das war ja eine der Annahmen. Also am Anfang hat man gedacht, es dauert 3 bis 5 Jahre. Ja, dann redet keiner mehr über den Unterschied zwischen Ost und West. Man hat gedacht, 93, 95, dann ist es vorbei. Das war aber nicht so. Im Gegenteil hat man dann so nach 20 Jahren, es gab ja dann auch, gibt ja dann immer die Jubiläen, entweder im 9er Jahr oder im 0er Jahr, dass man gedacht hat, ja, der Abstand ist noch genauso groß. Oder er wird größer, also zunächst erstmal genauso groß. Also egal, wie sich der Osten anstrengt, er kann diese Distanz nicht verringern. Das ist etwas, was da, glaube ich, angehoben hat. Und es hat sich dann verschärft durch die Flüchtlingskrise, durch die anderen Krisen, Energiekrise, Klimakrise, Heizungskrise und natürlich den Krieg, der mit dem auch nochmal verschärft zusammenhängt und der das auch prägt, dass sich die Unterschiede wieder deutlicher konturieren und es hat sich auch im öffentlichen Raum das Reden über den Osten verändert. Es ist schärfer geworden, es ist abwertender geworden. Es gab, glaube ich, 2017 oder 2018 gab es einen unsäglichen Artikel von Ralf Bollmann, heißt er, glaube ich, aus der FAZ, in dem er sich darüber mokiert, dass der Osten nicht bereit sei, sich zu integrieren. Ja, also die können es einfach nicht. Und das hat verstärkt zugenommen. Dann kam 2019 dieser Spiegel-Artikel. Das sind also einfach alles deutliche Beispiele dafür, dass der Osten immer als eine Art Abweichung wahrgenommen wurde oder als ein unerzogenes Kind. Und natürlich sieht man dann von da aus, wenn das so scharf und explizit wird, im Rückblick auch deutlicher die anderen Aussagen vielleicht in einem anderen Licht und dann erscheint das einem deutlicher und man hat den Eindruck, ja, eigentlich hat sich da im Großen und Ganzen am Diskurs nie groß etwas geändert. Ja, ob das so stimmt, müsste ich mir nochmal genauer überlegen, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass im Osten verstärkt der Eindruck entsteht, ab 2010, die Distanz lässt sich nicht abbauen, egal was wir machen. Und die Distanz, also ich meine, du schreibst da auch in deinem Buch, das sind eigentlich so zwei sehr signifikante Zahlen drin. Das eine ist, dass es in den Spitzenpositionen, in allen, ob das Medien ist, Industrie ist, das ist eigentlich nur 1,7% ungefähr, also variiert mal mehr, mal weniger, also um die 2%, kann man ja sagen, eigentlich nur von Menschen mit Osthintergrund besetzt sind. Das ist so die eine Zahl, die ich super erstaunlich fand und die bei mir so ein richtiges, ach, das habe ich noch nie so gesehen. Und das andere ist der Lohnunterschied, 22,5% Lohnunterschied nach 2021 war das für gleiche Arbeit. Also das ist ja erstmal so eine ganz klare Beweis davon, Beweis dafür, dass der Osten, dass es eben nicht gleich ist. Wie erklärst du dieses das Gefühl, also dann auch so sich so, ich nenne es jetzt mal Bockigkeit, zu sagen, nee, wir machen nicht mehr mit. Also wir machen nicht mehr mit, du hast als Heizung auch gesprochen, bei den ganzen Krisen, Flüchtlingskrise hast du genannt, die sogenannte Flüchtlingskrise. Woher kommt diese Bockigkeit? Also bringst du die damit zusammen, also mit diesen Zahlen oder mit dieser Nicht-Mitkommen? Also zunächst würde ich sagen, es ist ja auch Kritik geübt worden am Buch, ich würde nur auf Gefühle setzen, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe jede Menge Zahlen auch im Angebot
Und wenn man sich die Zahlen ansieht, würde ich sagen, sind die Gefühle, die sich damit verbinden, noch harmlos eigentlich. Ja, das finde ich schon geradezu, ja, ich finde es eigentlich unerträglich, wenn man sich die Zahlen ansieht. Und die werden ja auch immer mal wieder aktualisiert. Letztes Jahr gab es die Studie Der lange Weg nach oben, wo gezeigt wurde, dass manche Zahlen entweder auf niedrigstem Niveau stagnieren im Vergleich zu 2016, das ist der Vergleichsrahmen, oder dass die Zahlen eben sinken im Bereich der Repräsentation in den Führungspositionen. Das heißt, es gibt hier ganz knallharte Zahlen dafür. Und natürlich kann man sagen, aufgrund der historischen Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es da die drei Besatzungszonen im Westen gab und es gab die sowjetische Besatzungszone, die dann eingegliedert wurde in das Sowjetimperium mit den entsprechenden wirtschaftlichen, ideologischen und politischen Folgerungen, hat der Osten ja sich nicht entfalten können. Im Gegenteil, er ist auch durch die enormen Reparationszahlungen geschwächt worden. Der Osten hat das 130-fache an Reparationen pro Kopf bezahlt im Vergleich zum Westen. Das liegt auch daran, dass der Westen den Marshallplan bekommen hat. Also jede Menge Geld ist in den Westen geflossen. War natürlich auch Teil der Strategie der Amerikaner im Kalten Krieg, Deutschland möglichst stark zu machen. Die haben die demokratisiert, die haben die Re-Education in Gang gesetzt. Die haben an der Westintegration gearbeitet. Das heißt, der Westen konnte frei und reich werden in diesem Prozess, während der Osten ja erleben musste, wie er teilweise im Rahmen der Reparationszahlungen deindustrialisiert wird. Stalin hat ja jede Menge Firmen abbauen lassen, hat auch Infrastruktur abbauen lassen, hat auch Leute mitgenommen, die dann das Know-how hatten, diese Firmen in der Sowjetunion wieder aufzubauen. Die waren ja dann auch teilweise lange weg. Das wusste ich gar nicht. Und es gab sozusagen Exodus in zwei Richtungen. Die einen sind in Richtung Westen geflohen und die anderen wurden abgezogen. Und das ist natürlich einerseits ein Capital Drain, der stattgefunden hat, aber auch ein riesiger Brain Drain, der stattgefunden hat. Und das hat sich ja dann auf andere Weise bis 89 fortgesetzt, dass ja dann auch immer noch Wanderungsbewegung gab, dass Leute Ausreiseanträge gestellt haben oder versucht haben zu fliehen oder geflohen sind. Und dann sind ja nochmal 3,5 bis 4 Millionen Leute nach 1990 beziehungsweise nach 89 auch weggegangen. Auch da ein riesiger Brain Drain. Und natürlich sind es oftmals die gut ausgebildeten jungen Leute gewesen, die mobilen Leute, die dann dem Osten auch gefehlt haben. Insgesamt auch als Power, als Ressource für Kreativität, für Energie, für Ideen und anderes mehr. Und natürlich ist es sozusagen über einen langen Prozess eine Art Ausbluten gewesen, mit verschiedenen Begründungen in verschiedenen Richtungen. Kannst du nochmal die Frage wiederholen? Weil ich glaube. Ja, also meine Frage wäre oder war, dass also es gibt diesen Abstand, der sich mit Zahlen belegen lässt. Ja, ja. Und gleichzeitig gibt es die Zuschreibung. Ja. Aber eben auch, weil der Osten, jetzt mache ich das in Anführungsstrichen, bockig ist, sich dem hinzugeben, den verschiedenen Krisen, die wir immer wieder benennen. Also, und siehst du da einen Zusammenhang? Ja, den sehe ich auf jeden Fall ganz klar. Also ich bin kein Literatur, ich bin kein Soziologe und kein Politologe, aber für mich ist der Zusammenhang ganz evident, und zwar insofern, als der Osten ja nicht erlebt, wie er diese Gesellschaft demokratisch mitgestalten kann. Es gab ja jetzt erst eine neue Erhebung, ich glaube von den Leipziger Soziologen, die gesagt haben, dass die Leute sich gar nicht vorstellen können, dass man in der Demokratie politisch was verändern kann, in irgendeiner Weise. Das ist ja eine, ich glaube, kam gestern oder vorgestern, glaube ich, raus, eins der Erkenntnisse. Und das ist natürlich ganz fatal für das Demokratieverständnis. Aber es hat eben damit zu tun, dass der Osten sich gar nicht in der demokratischen Mitgestaltung wiederfindet. Ja? Und zwar in den gesamten gesellschaftlichen Teilbereichen ist er nicht instand gesetzt, mitzuwirken. Das hat etwas mit dem Elitenwechsel zu tun, der in großen Teilen notwendig war, aber doch so radikal erfolgt ist, dass sozusagen dann der Westen oder dass diese Eliten, die installiert worden sind, sich erfolgreich immer wieder aus sich selber rekrutieren und dann so eine Art geschlossene Systeme bilden, wo man dann kaum reinkommt von außen. Ja, da werde ich natürlich immer auf Angela Merkel und Herrn Gauck hingewiesen, die habe ich aber als Sonderfälle auch im Buch beschrieben, wie das funktioniert hat. Auch dafür haben die Soziologen ja gute Erklärungen, dass in bestimmten Krisensituationen jemand von außen reüssieren kann. Das war in diesen beiden Fällen so. Also bei der CDU war es die Spendenkrise, deshalb konnte Merkel da reinstoßen. Und bei Herrn Gauck war es so, dass Herr Wulff zurücktreten musste und es musste neu gewählt werden. Dadurch ging das. Aber das halte ich schon für den Hauptgrund, nämlich dass der Osten immer den Eindruck hat, mit seinen Ideen, mit seiner Kreativität, mit seinen Perspektiven gar nicht vorzukommen. Und gar nicht gefragt zu sein in irgendeiner Form. Ja, also das wird immer nur als
Nebenprodukt oder als abseitig empfunden und dass sich da so eine Art maximaler Widerstand dann aufgebaut hat, zunehmend. Weil man eben nicht das Gefühl hat, etwas bewirken zu können. Und da gab es auch eine ganze Reihe von Fehlentscheidungen, auch symbolpolitischer Art Anfang der 90er Jahre, dass man im Osten eigentlich den Eindruck vermittelt hat, er sei hier gar nicht gefragt, sondern er tritt bei. Ja, und damit ist klar, dass der Westen die Norm ist, nach dem sich alles auszurichten hat. Und der Osten ist auf diese Weise auch aus der Verantwortung gehalten worden. Das muss man auch sagen. Wenn man sich jetzt entschlossen hätte, man macht eine gemeinsame Verfassung beispielsweise oder man findet einen Weg, zum Beispiel über Verfassungszusätze, den Osten auch vorkommen zu lassen, wäre der Osten anders auch in diesem Staat auch verfassungsmäßig repräsentiert gewesen oder würde repräsentiert sein. Und ich verstehe das jetzt also so, dass du, dass dieses, also ein großes Thema, was wir aktuell haben, ist das Thema AfD. Mhm. Und das sind die, das sind bundesweite Zahlen, die da alarmierend sind und die sind im Osten im Vergleich höher. Siehst du das in direkten Zusammenhang damit, dass du sagst, okay, also dieses, ne, nochmal bockig sein, dieses, ich glaube nicht mehr an Demokratie, ich glaube nicht mehr an demokratische Parteien in dem Sinne, sondern ich, wir haben es jetzt durch, wir haben die CDU durch, jetzt haben wir irgendwie, jetzt haben wir die neue, die Koalition, da glauben wir auch nicht mehr dran, jetzt müssen wir die Heizung ausbauen, womit sollen wir das alles bezahlen? Und wir schaffen das eben nicht. Das war damals das Erste, was ich gehört habe aus meiner Heimat, als Merkel sagte, wir schaffen das, war, nein, wir schaffen das nicht und gar nicht gegen Geflüchtete, sondern wir wissen gar nicht, wie wir es hinkriegen sollen. Der Osten hat ein 6-mal höheres Armutsrisiko als der Westen. 6-mal höher. Das heißt, er ist sozusagen in seinen Lebenssituationen viel prekärer. Er verdient weniger Geld, über 20% in der Regel. Ja, es gibt ja Bereiche, da verdient man 40% weniger. In der Autoindustrie sind es 40%, in der IT-Industrie sind es 40%, in der Schifffahrtsindustrie sind es 40% nach den Zahlen vom Handelsblatt 2021. Das sind riesige Abstände. Er verdient weniger. Er hat keine Rücklagen. Er erbt weniger. Das heißt, überall ist weniger Sicherheit da. Und er ist sozusagen der den Bedrohungen viel stärker ausgesetzt. Und natürlich gibt es auch eine ganz andere Nervosität, eben in dem Sinne, wir schaffen das nicht. Das ist sozusagen zu viel. Der Soziologe Steffen Mauf spricht auch von einer veränderungsmüden Gesellschaft, von einer transformationserschöpften Gesellschaft, dass man sagt, die haben so viele Veränderungen bewerkstelligt innerhalb kürzester Zeit, ja, also vor allen Dingen in den 90ern, frühen 2000ern, ist so viel geleistet worden. Die Leute mussten sich so anstrengen, um ihr Leben neu zu organisieren, um neue Verdienstmöglichkeiten zu finden, vielleicht das Leben neu zu begründen. Es sind ja auch viele Familien kaputt gegangen in den 90er Jahren. Also man musste sich das Leben neu aufbauen, dass die Leute natürlich auch Angst haben vor weiteren Veränderungen. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum man so kritisch auf die Grünen blickt. Ich habe auch am Montag mit Katrin Göring-Eckardt gesprochen, die hat das auch thematisiert, dass die Leute eben im Osten eher Angst haben vor Veränderungen. Aber das hat eben was mit diesen enormen Veränderungen zu tun, die man doch schon bewältigt hat. Und dass jetzt vielleicht die Kraft fehlt, damit neu umzugehen. Also das spielt ganz sicher eine Rolle. Die AfD-Frage ist eine extrem komplexe Frage. Das muss man ganz klar sagen. Die Zahlen, die jetzt erhoben worden sind, sind erschreckend natürlich in ganz verschiedenen Hinsichten. Ich weiß noch nicht, ich habe die Studie noch nicht gelesen, ob auch Begründungen geliefert werden. Also die Zahlen sind das eine, man kann das ja fragen. Ja, aber ich würde sagen, man muss ja fragen, wie kommt das zustande? Also es geht ja nicht nur darum, die reinen Zahlen zu erheben und zu sagen, ihr seid alles Nazis beispielsweise. Sondern man muss ja vor allen Dingen, wenn man gegensteuern will, wenn man sich überlegen will, was zu tun ist, dann muss man ja überlegen, wie das zustande kommen konnte. Du hast jetzt auch einiges genannt, wenn dann Herr Scholz sagt, die SPD hat überhaupt nichts zu verantworten hier und die SPD ist mit ihrer Politik auf jeden Fall nicht dafür verantwortlich, dass die AfD so stark geworden ist, würde ich sagen, das ist doch ein ziemlich schräger Blick auf die Wirklichkeit. Warum? Weil das doch bestimmte Dinge einfach nicht anerkennt. Und die einer der Soziologen, der das mitgeleitet hat, entweder Oliver Decker oder Herr Brähler, die haben ja auch gesagt, also natürlich muss die Politik verstehen, was hier vor sich geht, um entsprechend gegensteuern zu können. Das heißt, man muss die Begründungszusammenhänge für diese Zahlen auch verstehen wollen. Man muss anerkennen, dass es diese Zahlen gibt. Und es hat auf jeden Fall was mit dieser Bockigkeit zu tun. Es hat was damit zu tun, dass viele Rechte aus dem Westen in den Osten gezogen sind. Der Verfassungsschutz hat erst Anfang des Jahres darauf hingewiesen, dass es viele Rechte aus dem Westen in den Osten ziehen, dass dadurch der Osten weiter nach rechts rutscht.
Es hat eine gezielte Unterwanderung Sachsens durch die bayerische NPD in den 90er Jahren gegeben. Es hat das Versagen der staatlichen Institutionen im Kampf gegen rechts gegeben. Also Jan Böhmermann hat mal eine Sendung darüber gemacht, wie das in Sachsen gelaufen ist. Nämlich, dass der Verfassungsschutz ja immer einen westdeutschen Chef hatte, aber dass die nie etwas gegen die Rechten, die auch von Bayern gekommen sind und die dann gemeinsame Sache gemacht haben mit den Rechten aus dem Osten, dass sie nie adäquat darauf reagiert haben. Dass dann auch jemand wie Biedenkopf gesagt hat, 1999, Sachsen ist immun gegen rechts. Das sind ja alles fatale Signale gewesen. Man hat die Dinge laufen lassen. Zu wenig in politische Bildung investiert, vielleicht auch zu wenig insgesamt getan oder ganz sicher zu wenig getan. Der Journalist und Publizist Michael Kraske hat ja ein Buch darüber geschrieben, warum die Rechten in Sachsen insbesondere so stark werden konnten, und hat dann eben auch dieses Versagen der staatlichen Institutionen scharf in den Blick genommen. Also es ist eine unglaubliche Gemengelage. Das müsste man eigentlich schriftlich festhalten, Punkt für Punkt, was alles dazukommt. Es geht ja nicht darum, das in irgendeiner Weise zu rechtfertigen, ganz und gar nicht, aber es geht darum, es zu verstehen. Man muss verstehen, wie es dazu kommen konnte, um sich Strategien zu überlegen, wie man die Leute in die Demokratie zurückholt, wie man ihnen das Vertrauen in die Demokratie zurückgibt. Und dafür muss man verstehen, auf welchem Wege sie es verloren haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Es ist natürlich auch etwas, was man international beobachten kann. Ja, also man beobachtet das in Frankreich, man beobachtet es in England, in Italien, man beobachtet es in den USA. Das sind auch Globalisierungseffekte, ja, dass sozusagen die westlichen Demokratien enorm unter Druck geraten sind. Ein amerikanischer Politikwissenschaftler hat gesagt vor einiger Zeit, die Demokratie ist ja doch noch eine relativ junge Veranstaltung und die muss immer noch zeigen, dass sie das beste Modell ist. Ja, also im Grunde ist sie erst 250 Jahre alt, wenn man jetzt Amerika zugrunde legt. Und das finde ich eine interessante Beobachtung. Und in Deutschland funktioniert es ein bisschen anders, weil wir nicht dieses Zwei-Parteien-System haben wie in England oder in den USA. Deshalb ist die Gesellschaft nicht so stark in zwei Teile gespalten. Jedenfalls nicht politisch, sondern ist eben eher Ost und West an dem Punkt. Aber Soziologen wie Steffen Mau sagen, es gibt eine vergleichsweise stabile Mitte in den Wertentscheidungen, aber es gibt eine Radikalisierung an den Rändern. Und das ist so ein bisschen anders. Aber in Deutschland gibt es eben das Phänomen der Wechselwählerschaft zum Beispiel, dass sich Leute entscheiden können, wir heute wählen wir CDU, morgen wählen wir dann vielleicht die SPD, in Baden-Württemberg wählen vielleicht auch CDU-Wähler dann Winfried Kretschmann, weil der so ein grüner CDU-Politiker ist oder wie auch immer man das bezeichnen will. Und interessant ist ja, das war vor zwei Wochen in der FAZ, dass eine ganze Reihe von FDP-Wählern zur AfD übergelaufen sind. Ja, wenn man sich die bundesweiten Zahlen ansieht, die FDP ist ja so schlecht wie seit langem nicht, ja. Also gerade so bei 5%. Und die haben eine ganze Menge Wähler an die AfD verloren. Deshalb ist die AfD auch bundesweit so stark. Und das finde ich übrigens einen ganz wichtigen Punkt, nämlich zu verstehen, dass die AfD als gesamtgesellschaftliches Problem begriffen werden muss und nicht nur einfach als Ostproblem. Ja, auch Baden-Württemberg, auch Niedersachsen haben zweistellige AfD-Werte und andere Gebiete oder in Bremen. Ja. Wobei ich da das Gefühl habe, dass das sich ein bisschen verbessert hat. Es ist irgendwie so meine, also gerade jetzt im darüber reden, also es wurden diese 18-19%, kann ich ganz genau, wo es eher ist, wurde eher als gesamtdeutsch oft beschrieben, fand ich in den Medien. Also es war nicht, es wurden nicht diese Sachsen so hoch, sondern es war eigentlich, ja, wir müssen gesamtdeutsch darüber sprechen. Das fand ich jetzt zum ersten Mal, zumindest in meiner Beobachtung, irgendwie doch anders und neu. Das finde ich auch wichtig, weil das ein Anerkennen der gesellschaftlichen Realitäten ist. Ja, also man wird dieses Problems nur durch eine gesamtgesellschaftliche Politik gerecht. Davon bin ich fest überzeugt. Natürlich ist das Problem im Osten gravierender aufgrund bestimmter historischer Entwicklungen. Ja, dass der Osten eben ganz anders fürs Dritte Reich bestraft worden ist als der Westen. Also die Bevölkerung im Osten ist ganz anders bestraft worden, eine ganz andere Last getragen im Gefolge des Dritten Reichs. Und auf eine gewisse Weise zeigt die AfD und zeigt die Entwicklung hin zum Rechtsextremismus, dass Deutschland in einem spezifischen Sinne nicht vom Faschismus befreit worden ist. Kannst du diese Last nochmal näher benennen? Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass der Osten zum Beispiel das 130-fache pro Kopf an Reparationen gezahlt hat, dass er in die Diktatur eingesperrt worden ist, dass sozusagen natürlich die Sowjetunion mit einer Reihe von Politikern, also Ulbricht und wie auch immer, wen man dazu rechnen möchte, also die DDR-Nomenklatura, dass die ein Interesse hatten, hier ihre Machtinteressen durchzusetzen. Aber dass es die Mehrheit der Bevölkerung ausgebadet hat, indem sie in diese Diktatur eingesperrt wurde. Und viele Leute haben entweder die Flucht ergriffen, solange das möglich war, oder
haben dann versucht, in dieser Diktatur halbwegs zurechtzukommen und ihr Leben zu leben, in das sie nun mal hineingeboren worden sind. Keiner hat sich ausgesucht, in die DDR hineingeboren worden zu sein. Und man musste damit zurechtkommen. Und natürlich hat der Westen sich auch bequem in dieser Situation eingerichtet. Es gibt einen Text von Patrick Süskind aus dem Jahr 1990, wo er beschreibt, das finde ich sehr interessant, auch in seiner dialektischen Verdrehtheit sehr interessant, wie er bequem mit dem Rücken an der Mauer gelehnt hat, um nach Westen zu gucken. Und zwar nach Paris und New York. Das ist ein Text, der ist 1990 im Spiegel erschienen. Und dann ist die Mauer umgefallen. Und jetzt soll er nicht mehr nach Paris und New York gucken, sondern nach Cottbus und Hoyerswerda. Und er muss sich erstmal mit dieser neuen Situation zurechtfinden und dass er keine Lust darauf hat. Und er beschreibt auch, wie er so ein typisches Kind der Bundesrepublik ist. Jahrgang 1950, also die 40-Jährigen, die das doch relativ bequem gehabt haben, im Schatten der Großmächte da sich entfalten zu können. Aber im Osten war das eben nicht der Fall. Und das war ja keine Entscheidung, ja, für die Leute im Osten, sondern die haben das ganz anders ausgebadet, diese Folgen des Dritten Reichs, als die Leute im Westen. Der Historiker Heinrich August Winkler hat auch mal geschrieben, die Ostdeutschen waren von vornherein die Verlierer der Geschichte. Und genauso ist es. Und wir leben ja bis heute in den Nachwirkungen des Dritten Reichs. Ja, also was wir haben, auch in Sachen Rechtsextremismus, sind ja Nachwirkungen des Dritten Reichs. Und auch diese Teilungen Ost und West sind Nachwirkungen des Dritten Reichs. Und wenn der Westen dann sagt, also jetzt gab es erst so einen, Entschuldigung, dämlichen Artikel von Nikolaus Blome, meinem Lieblingsfreund da beim Spiegel, den habe ich ja auch schon im Buch mir mal vorgeknöpft, der mehr Dankbarkeit vom Osten erwartet. Ja, weil er ja so viel Geld an den Osten gezahlt hat. Herr Blome musste nicht 40 Jahre in die Diktatur gehen. Er war nicht 40 Jahre eingesperrt. Sondern er konnte sich da ganz normal seinem Leben widmen, einem freien und doch gemütlichen Leben im Schatten der Mauer, von dem er nicht betroffen worden ist. Und da würde ich sagen, man kann einfach mal die historischen Realitäten anerkennen und feststellen, die Geschichte beginnt nicht 1989, sondern beginnt 1933. Und davon reden wir. Wir reden von den Langzeitwirkungen des Dritten Reichs, mit denen wir es heute noch zu tun haben. Du hast das in deinem Buch und auch in anderen Interviews so ein bisschen auch beschrieben. Und da würde ich gerne, weil ich merke auch, wie sich deine Körpersprache ändert, wenn du über das Thema redest. Also ich merke auch, obwohl du ganz offensichtlich schon viel darüber geredet hast und auch darüber geschrieben hast, dass da eine Wut in dir ist. Mhm. Und wie hat sich die entladen? Weil es scheint mir, zumindest, also berichte das gerne, wenn das ein falscher Eindruck ist, dass du integriert warst im akademischen Bereich, dass das auch gut geklappt hat für dich und dass du das so hingenommen hast, vielleicht hier und da was gesehen hast, aber scheinbar ist da irgendwas eingesickert, was gar nicht so sehr benannt wurde von dir oder gar nicht richtig artikuliert wurde und dann irgendwann, ich glaube, es war ein Vortrag, den du halten solltest, irgendwann kam es so raus und du hast das auch irgendwie beschrieben als so ein Zustand, in dem du tagelang warst und nicht mehr schlafen konntest so richtig, sondern also so, das scheint ja wie so ein Fass, was übergelaufen ist. Ist das eine richtige Beobachtung? Also, dass sich jetzt meine Körpersprache verändert hat und dass ich vielleicht schneller gesprochen habe und vielleicht auch angespannter, vielleicht auch zornig, hat natürlich was damit zu tun, dass man mit dieser Art von Argumentation entweder auf kein Gehör stößt oder nicht durchdringt. Ja, das ist ja die Erfahrung. Könnte das jetzt auch theoretisch ein bisschen begründen, das will ich nicht tun, sondern ich will genauer auf deine Frage antworten. Ich beschreibe das ja im Buch, wie das eingesetzt hat, eigentlich 2018 mit der Anfrage von der französischen Professorin, doch mal die letzten 30 Jahre aus meiner Sicht zu beschreiben, eben als einer der wenigen, der über die Zeit 89-90 hinweg studiert hat, der also beide auch akademische Systeme noch kennengelernt hat. Und der dann als einer der wenigen überhaupt Professor werden konnte. Das war Elisabeth de Gultour aus Paris. Und ich habe das damals abgelehnt, weil ich schon wusste, dass das in mir unglaublich was aufrühren würde, wenn ich das mache. Also dass es da ans Eingemachte geht und dass ich auch in so eine Spannung zu mir selber kommen würde, nämlich einerseits zu wissen, ich habe überhaupt keinen Grund, in irgendeiner Weise die Dinge zu kritisieren, weil es für mich einfach super gelaufen ist. Ja, also ich musste sehr von mir abstrahieren, um mich dazu durchzuringen, zu sagen, ja, dass es für mich super gelaufen ist, heißt nicht, dass es für alle anderen super gelaufen ist. Im Gegenteil. Also das meiste, was ich sehe, ist, wie sie eben an dieser gläsernen Decke scheitern, die es einfach für viele Bereiche gibt, dass es sozusagen bis zu einer bestimmten Höhe geht und dann eben nicht weiter und man weiß nicht warum. Ja, Frauen kennen das übrigens auch.
Ja. Ja, das war übrigens das, eine der ersten Reaktionen auf den Vortrag, den ich gehalten habe, war, es war eine Doktorandin von mir aus Wuppertal, die gesagt hat, das liest sich ja wie ein feministisches Manifest aus den 70er Jahren. Mhm. Auch im Ton. Und damals der Vortrag oder schon der spätere Artikel oder das Buch? Der Vortrag. Mhm. Also da war der Vortrag noch gar nicht gehalten. Mhm. Da halt, nur hast du das Verschriftliche. Ich hatte den Vortrag geschrieben und habe ihn ihr mal gegeben mit der Bitte, mir meine Rückmeldung dazu zu geben. Und zwar als sehr viel jüngere Person, als Frau und als jemand, der aus dem Westen kommt. Ja. Ja, also es ist eine sehr, sehr kluge Person. Und das war so ein Testlauf. Also bevor ich den Vortrag gehalten habe, habe ich den sozusagen von einigen Testlesern. Ja. Die haben sich wahrscheinlich gewundert. Also offensichtlich. Also wenn man dich jetzt vorher nicht so, also vielleicht, weiß nicht, ob sie sich auch so gekannt haben, aber die haben sich schon auch gewundert. Ja. Ja, also es hat sich sozusagen in mir aufgebaut. Wie gesagt, ich habe mich nicht so groß darum gekümmert und habe das auch immer so ein bisschen weggeschoben, ja, diese Ost-West-Sache, weil ich gedacht habe, was wollen wir uns jetzt damit aufhalten? Ja, es geht darum, dass wir hier was Gutes gemeinsam machen, und es kam dann irgendwie doch immer mehr an mich heran. Ich gehe mal ich muss da ganz kurz nochmal einhaken, weil das ist ein Punkt, der du hast, es gibt so ein Wort, und ich finde den Faden auch gleich wieder zurück, was du im Buch benutzt, und da habe ich, das habe ich wie vieles unterstrichen, Herkunftsscham. Ja. Und ich habe mich so an mich erinnert, weil ich von der Grenze zu Sachsen komme, und ich habe es als ein totales Kompliment empfunden, wenn jemand sagt, das hört man ja gar nicht. Mhm. Und ich habe es auch wirklich in Berlin abtrainiert. Mhm. Und bevor ich den Podcast angefangen habe, sogar eine Sprache zum Sprachcoach gegangen, um dieses Nüscheln rauszukriegen. Mhm. Und mit diesem Wort habe ich so richtig gemeint, ja, ich habe das auch gehabt, voll so eine Herkunftsscham, also gerade durch die Sprache. Ist das etwas, was du auch erlebt hast für dich? Natürlich. Ja. Ja. Also in verschiedenen Zusammenhängen. Manchmal habe ich es erst im Nachhinein verstanden, was da vor sich geht. Ich bin ja offizielles Arbeiterkind gewesen, die DDR, also weil mein Vater Arbeiter war, der hat in einem Metallbetrieb gearbeitet. Und dadurch sind ja sozusagen auch festgelegt worden, da auch für die Bildungskarriere. Und da war ich eben Arbeiterkind. Und es hat für mich als Kind aber überhaupt keine Rolle gespielt. Ja, ich konnte damit gar nichts anfangen. Und in dem Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, das waren alles Arbeiter und Bauern. Ja, das waren oder Schlosser oder Zimmerleute oder eben Leute, die in einer Firma gearbeitet haben oder in einem Betrieb. Man hat ja eher Betrieb gesagt und nicht Firma. Mhm. Und die anderen waren Bauern, die haben in der LPG gearbeitet. Ja, also diese beiden Gruppen kannte ich. Dann bin ich mit 9 Jahren auf eine Schule mit erweitertem Russischunterricht gekommen in Gotha. Und also ich habe zunächst im Dorf die Schule besucht, und dann die etwas besseren Schüler hatten die Möglichkeit, dann auf diese andere Schule zu wechseln. Die DDR hat ja keine Elitenförderung in dem Sinne betrieben, weil das gegen den Gleichheitsgrundsatz eigentlich verstoßen hat. Aber man wollte ja da doch ein bisschen die Besseren anders fördern. Wir hatten dann zwar dieselben Lehrpläne, aber in der Regel hatten wir etwas bessere Lehrer. Und da habe ich schon gemerkt, dass die Eltern, das habe ich dann aber auch erst im Laufe der Zeit begriffen, was das heißt, der anderen Mitschüler aus ganz anderen Zusammenhängen kamen. Das waren, der eine war der Sohn vom Superintendenten von Gotha. Dann waren Arztkinder mit in der Klasse, Leute, die eine musische Ausbildung hatten. Der eine ist der Sohn von einem renommierten Numismatiker gewesen. Er war dann auch lange Jahre hier in Berlin in verantwortlicher Stellung. Also das waren Leute, die aus viel gebildeten Milieus kamen. Mittelschichtsmilieus vielleicht sogar oder sogar noch anders zu beschreiben. Und wir hatten dann auch Lehrer, die darauf geachtet haben, dass man anders spricht. Also ich habe auf jeden Fall einen ganz breiten Thüringer Dialekt gesprochen und habe auch angefangen, natürlich auf meine Sprache zu achten, deutlicher, auch weil wir einen Russischlehrer hatten, dem daran besonders gelegen war, dass man auch nicht nur Russisch sprechen lernt, sondern dass man auch ein halbwegs gescheites Deutsch spricht. Und diese Dinge habe ich dann verstärkt immer mehr beobachte. Das ist nun auch nichts spezifisch Ostspezifisches. Ja? Das kennen Leute auch aus Bayern oder aus Rheinland-Pfalz oder so, gerade wenn die aus dörflichen Zusammenhängen kommen und dann in die Städte kommen, dass sie auch durchaus diese Herkunftsscham erleben. Und der Begriff ist ja ein Begriff, den ich mir da von Didier Aribon geborgt habe oder ausgeliehen habe, der das im Anschluss insbesondere an die Bücher von Annie Arnaud entwickelt hat.
Und der selber über diese Herkunftsscham ganz stark berichtet in seinem Buch Rückkehr nach Rhin von 2011 ist es in Deutschland erschienen, wo er eben nach dem Tod seines Vaters, wenn ich das richtig entsinne, zu seiner Mutter fährt, um mit ihr den Nachlass zu sichten, Fotos zu sichten und um zu verstehen, warum seine Eltern, die mal immer die Kommunisten gewählt haben, jetzt Le Pen wählen. Mhm. Also das ist ja im Grunde diese Entsprechung, die man hier auch hat, nämlich dass viele, die ehemals vielleicht aus Protest links gewählt haben oder die links gewählt haben, dann ganz nach rechts übergelaufen sind, zur AfD oder noch schlimmer, zur NPD. Das ist also eine Bewegung, die man da auch hat. Ja, und der prägt diesen Begriff. Und diese Herkunftsscham kann regional begründet sein, dass man auf eine Region kommt, die vielleicht ein bisschen zurückgesetzt erscheint, so wie das der Osten eben erlebt oder wie insbesondere Sachsen das erlebt heute im gesamtdeutschen Diskurs. Sie können aber auch milieuspezifisch begründet sein, dass man eben aus einem bildungsfernen Niveau vielleicht kommt und dass man dann durch Bildung vielleicht aufsteigt. Und das beschreibt ja Annie Ernaux in ihren Büchern, wie sie dann zu keinem der Milieus mehr gehört. Sie gehört nicht mehr zum Herkunftsmilieu, aber sie gehört auch nicht mehr zum Ankunftsmilieu. Oder da gehört sie noch nicht dazu und wird sie auch nie dazu gehören. Ja, sind die Jahre vor allen Dingen, das war nicht genau. Und gut erklärt. Genau, wie sie sozusagen dazwischen lebt und was das für einen eigentlich Zustand der inneren Zerrissenheit bedeutet. Und ich finde den Begriff ganz wichtig, um soziale Zusammenhänge zu unglaublich gut. Ja. Der bringt, ne, das ist, manchmal gibt es ja Worte, die ja alles beschreiben. Ja. Eigentlich, für das man so lange Texte schreiben müsste, aber dann ist das Wort da und denkst, das kenne ich, okay. Deswegen diesen Schlenker musste ich kurz machen. Ja. Zurück zum Vortrag zu deiner Doktorandin, die überrascht war, oder auch die anderen wahrscheinlich, dass der Professor auch ganz anders schreiben und sprechen kann. Da sind wir stehen geblieben? Also wir waren stehen geblieben, dass ich berichtet habe, wie ich das noch abgelehnt habe, mich überhaupt damit zu befassen. Genau. Und dann war eben, oder hat sich die, haben sich die Anfragen gehäuft im Vorfeld der Jubiläen 2019, 2020, dass ich doch mal zu solchen Aspekten Stellung nehmen soll. Ein guter Freund von mir in Halle hat mich dann eingeladen, der selber ursprünglich aus Köln kommt, dann dort Professor geworden ist, ob ich da an Veranstaltungen teilnehme. Und dann hat er mich überredet, auch einen kleinen Text zu schreiben. Das habe ich dann tatsächlich trotz des großen inneren Widerstandes gemacht. Ja, einfach auch als Freundschaftsdienst. Der war dann überrascht. Also es war ein Text, in dem ich diese Amerika-Reise beschreibe zunächst, die ich dir vorhin erzählt habe, mit New York und Princeton und Boston und Uwe Jonsson, was daraus alles entstanden ist. Und der Text endet aber relativ scharf mit einem Absatz nur, der meinen Freund und Kollegen da doch schon verstört hat. Aber das war sozusagen ein erstes Warmlaufen für das Thema. Ja, also es beschreibt, anders als das Buch, etwas sehr, sehr Positives am Anfang, wo man etwas Großes aus meiner Sicht gemacht hat und erreicht hat, etwas Bleibendes auch geschaffen hat, gemeinsam, ohne alle Vorurteile, in gemeinsamer Lust auf die Dinge, mit gemeinsamer Kraft, wo alle Perspektiven auch gleichmäßig gezählt haben und wichtig waren. Und es endet eben mit einem Ausblick auf den Elitenwechsel, der dann stattgefunden hat und welche Folgen der auf lange Sicht gehabt hat. Also vieles von dem, was 1990 und danach entschieden worden ist, war sicher richtig. Aber manchmal hat es eben negative Langzeitwirkungen. Und dazu gehört eben dieser radikale Elitenwechsel, der manchmal sicher auch oder in Einzelfällen sicher auch ungerecht war. Das sagt auch Herr Schneider, der Ostbeauftragte. Hier ist zu hart agiert worden. Man hätte da genauer hinsehen müssen. Also der Elitenwechsel ist ja vonstatten gegangen, weil man gesagt hat, man will nicht wie nach dem Zweiten Weltkrieg in den führenden Positionen weiterhin Nazis haben. Genau, aber man hat dann doch manchmal auch das Kind mit dem Bade ausgekippt. Also einerseits war es völlig richtig, dass man sagt, also Leute, die für die Staatssicherheit gearbeitet haben oder die politisch dem System zu nahe gestanden haben oder ideologisch verbohrt waren, dass die nicht mehr lernen sollen. Das ist ja gerade in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern dann besonders wichtig gewesen. Mhm. Und ich wollte auch von solchen Leuten nicht weiter ausgebildet werden, das ist völlig klar. Und trotzdem hätte man hier und da anders entscheiden können und man hätte zum Beispiel auch, und das ist ja auch dokumentiert, man hätte um der Fairness halber und wie das sonst eigentlich immer üblich ist, auch stärker ausländische Gutachter zulassen sollen.
Ja, das haben die sozusagen die bundesdeutschen Professoren, und das waren fast immer Männer damals natürlich, haben das quasi unter sich ausgemacht. Also ich weiß das von anderen Germanisten aus Frankreich, aus England, dass sie sich anerboten haben, da in die Evaluierungsprozesse mit reinzugehen. Und die haben dann gesagt, nee, das machen wir schon lieber selber. Mhm. Ja, also und natürlich macht es keinen guten Eindruck. Ja? Sonst kommt es ja immer auf die Internationalität der Gutachtergruppe an, damit es alles fair und gerecht zugeht. Und überhaupt ist ja Internationalität dann ein wichtiger Faktor, aber in dem Punkt dann doch nicht. Und man hat es gründlicher machen wollen als 1945, weil man auch selber nicht betroffen war. Mhm. Ja, klar. Ja? Und es sind dann auch Begriffe aufgekommen wie Ossi-frei oder Entosten. Das darf man auch nicht vergessen. Also es war nicht nur so, dass man hier was Gutes tun wollte, sondern man hat schon auch da eine gewisse Machtdemonstration vorgeführt. Und dieser radikale Elitenwechsel führt eben dazu, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass dann auch der Nachwuchs immer wieder selber aus dem Westen kommt, ja, weil die Eliten sich aus sich selber rekrutieren und dadurch bleibt es bei diesen 1,7. Genau, dadurch haben sich diese Ausschlussmechanismen etabliert. Ja, der Osten bleibt außen vor. Und das ist Teil des Problems. Es hat auch schon Briefe von Studierenden der Uni Leipzig an die FAZ gegeben. Die hat ja auch abgedruckt, dass sie zu wenig Professoren und Professorinnen aus dem Osten haben und dass sie deshalb keine Role Models haben und sich nicht vorstellen können, selber mal in diese Positionen aufzurücken. Ja, das ist ja Teil des Problems. Ja, auch Teil der Begründung für die Bockigkeit. Ja. Dass man denkt, na, für uns ist es offenbar nicht gedacht. Mhm. Ja, also das ist, ich sage nicht, das ist sozusagen monokausal, aber es ist auf jeden Fall eine Facette des Problems, dass man das Gefühl hat, man kommt da nicht rein. Und um zurückzukommen zu diesem Text, also ich habe mich dann eben immer weiter damit befasst, weil es auch immer weiter Anfragen gab. Und dann gab es eben vor 2 Jahren doch quasi, ich kann es gar nicht anders nennen, den Auftrag an mich im Rahmen einer gesellschaftspolitischen Vortragsreihe, mal als ostdeutscher Professor zu erklären, warum der Osten die Gesellschaft spaltet. Das war die Vorgabe. Ja, also in der Reihe kann man normalerweise, wenn man eingeladen wird, dann selber sagen, worüber man spricht. Und man kann auch darüber sprechen, wie man es für richtig hält. Aber ich habe hier erstens identitätspolitisch eine Festlegung erhalten. Dann habe ich noch das Thema bekommen. Und schließlich wurde mir auch noch gesagt, wie du drauf zu schauen hast, wie ich drauf zu schauen habe und was dabei rauszukommen hat. Da ist aber bockig geworden. Das fand ich verrückt. Also ja. Kann das in einem Satz zusammenfassen, da bin ich einmal zu oft zum Ostdeutschen gemacht worden. Aha. Ja, also war nicht das erste Mal, aber war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist irgendwie mein innerer Glutkern berührt, jetzt verbrennt er euch. Und was ist dann passiert? Ich habe zugesagt und habe mich dann an den Schreibtisch gesetzt. Ich weiß noch, das war an einem Montag, dass ich angefangen habe, und ich habe dann die ersten Tage gezittert. Das beschreibe ich auch, ist kein Witz. Ich habe gezittert, während ich das geschrieben habe, und es hat mehrere Tage gedauert, so 3-4 Tage, dass ich sozusagen ganz aufgeregt war, gezittert habe, mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Das war sozusagen der Kern des Buchs, der da entstanden ist. Und war auch im Zweifel, ob das richtig ist. Was tue ich mir an? Was tue ich der Familie an? Und wo soll das hinführen? Und gleichzeitig war die Empörung über diese Zuschreibung so stark, dass ich gedacht habe, es geht jetzt nicht anders. Es geht nur so. Und wenn man sozusagen in dieser Art zugerichtet wird, muss man auch schon aus Gründen der eigenen Würde das Recht haben, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und fand es dann auch richtig und wichtig. Also es war natürlich eine große Unsicherheit, weil das schon auch hieß, anders an die Öffentlichkeit zu treten. Ja, in meinen wissenschaftlichen Texten komme ich als Person eigentlich kaum vor. Oder jedenfalls, wenn sie gut sind, sollte ich eigentlich nicht so richtig sichtbar werden da in den Texten, weil es ja darum geht, bestimmte Einsichten zu objektivieren. Und hier bin ich natürlich als Person ganz präsent in meiner ganzen Subjektivität, in meiner ganzen Authentizität. Ist es eine Form, mich zu exponieren, wie ich es vorher noch nie gemacht habe, in einem größeren Raum. Und es war zunächst im Rahmen dieses Vortrags über Zoom, weil ja Corona war, war es noch vielleicht halb nicht ganz zu begreifen, was da vor sich geht, weil die digitale Distanz da war. Aber es gab dann sehr viel Rückmeldung schon am selben Abend. Es waren knapp 150 Leute, die sich den Vortrag über Zoom angesehen haben. Beziehungsweise was ja nicht irre viel ist. Das ist viel. Ach, das ist viel, okay.
Das ist viel im akademischen Rahmen. Okay. Also in der Vortragsreihe sind es so 30 bis 50, die dazu hören. Aber gut. Ja? Ja. Aber genau, also es ist ja sozusagen innerhalb der Uni. Okay, gewesen. Ach so, ja, ja, klar. Oh ja, das verstehe ich. Genau. Und also innerhalb der Uni, über die Portale wird dann der Link verschickt und die haben sich das dann angesehen. Und dann gab es eben von verschiedener Seite doch den Vorschlag, das zu veröffentlichen. Unter anderem Ingo Schulze hat gesagt, das solltest du veröffentlichen. Der hatte Kenntnis über einen Freund von dem Text bekommen und hat mir geschrieben und hat mich ermuntert und wir haben dann auch ein bisschen überlegt, aber ich wollte nicht diesen Schritt in diese größere Öffentlichkeit gehen, weil ich davor schon auch Angst hatte, kann ich ganz klar sagen. Was bedeutet das? Was bedeutet das für die Familie? Was bedeutet das für unsere künftige Existenz? Ohne dass ich das jetzt hätte irgendwie konkretisieren können, aber es war so ein Unwohlsein. Will ich das wirklich machen? Und dann hat die Ampel, ich habe dann auch über verschiedene Optionen nachgedacht, aber bin ich so richtig zum Schluss gekommen, vor allen Dingen, weil ich eigentlich gedacht habe, lass es besser. Und dann hat die Ampel 2021 wieder einen neuen Ostbeauftragten installiert. Und dann habe ich gedacht, jetzt reicht's. Also es kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir weiter in dieser Art von Asymmetrie gehalten werden, dass wieder diese Art von Paternalismus stattfindet. Und ich habe seit 1990 die Grünen gewählt und aus meiner Sicht ist es auch die einzige Option, vor allen Dingen in Sachen Klimapolitik. Aber es ist nicht so, dass ich da immer glücklich bin mit dem, was die letzten 30 Jahre so angestellt haben. Es fing damit an, dass ich gegen die Wiedervereinigung war, ja, was ich ihnen wirklich übel nehme. Aber es gibt auch noch andere Sachen. Sie haben Hartz IV mit eingeführt und andere Dinge, wo ich sagen würde, das nehme ich euch schon auch richtig übel. Oder dass sie jetzt nicht das Verkehrsministerium übernommen haben. Das nehme ich ihnen auch übel, dass sie sich da haben austricksen lassen. Aber gut. Ich weiß schon, dass Politik eben ein Kompromissgeschäft ist. Ja. Aber ich dachte, mit dem neuen Ostbeauftragten, das geht nicht. Und also der Ostbeauftragte ist ja ein Problem. Insofern, falls man jetzt denkt, ja, was ist das Problem? Es gibt keinen Westbeauftragten. Ja, allein es gibt das keinen Westbeauftragten, es gibt keinen Südbeauftragten, keinen Nordbeauftragten oder einen Mittebeauftragten, aber es gibt einen Ostbeauftragten. Ja. Und ich halte das eben für das sichtbare, also das institutionalisierte Zeichen dieser paternalistischen Struktur. Und ich habe dann gedacht, wenn der Text irgendwo veröffentlicht werden kann, dann eigentlich nur in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagen. Weil das die Zeitung ist, die die bürgerliche Mitte doch als Flaggschiff des eigenen Journalismus, der eigenen Öffentlichkeit begreift. Und habe den Text dann im Januar hingeschickt, 2022, und die haben dann auch sofort zugesagt, dass sie es machen. Und dann dann macht es Bums. Dann macht es zum ersten Mal Bums, genau. Ja. Es gab viele Rückmeldungen, dann einerseits gab es an zwei Tagen Leserbriefe in der FAZ, das war auch nicht das Übliche. Die haben wohl auch sehr, sehr viele Zuschriften bekommen auf den Artikel hin, die haben sie gar nicht alle abgedruckt. Und es gab da schon eine Lawine an privaten Zuschriften oder über meine E-Mail-Adresse, über meine Postadresse an der Uni, habe ich viel Material auch zugeschickt bekommen, Studienmaterial, Bücher, Aufsätze, alles Mögliche, viele Rückmeldungen auch aus dem akademischen Bereich von unterschiedlichen Fächern. Das war schon aufregend und ich hatte schon jede Menge neue Termine, auch Einladungen zu Vorträgen, zu Podiumsdiskussionen, auch sehr interessant. Mit das Interessanteste war eine Einladung nach Poznan in Polen, wo ich mit polnischen Soziologen und Politologen und Historikern und auch einer Reihe von deutschen Kollegen über diese Zusammenhänge gesprochen habe und wo ich dann unter anderem stärker verstanden habe, dass die innerdeutsche Asymmetrie eine ist, die die Polen auch als gesamteuropäische Asymmetrie kennen. Nämlich dass sie zwischen Osteuropa und Westeuropa. Ja. Ja, dass sozusagen sie beispielsweise eingeladen werden, um über Polen zu sprechen, so wie ich als Ostdeutscher über Ostdeutschland sprechen sollte, aber sie dürfen nicht über Europa sprechen, weil dafür ja die Franzosen und die Deutschen zuständig sind. Und da gibt es auch so eine Art von Paternalismus, das eigentlich immer so getan wird, als seien die osteuropäischen Perspektiven so ein bisschen egal. Und dass man darauf anders blickt, dafür hat ja dann der Krieg gesorgt. Ja, dass zum Beispiel die Polen und die Balten schon 2014 gesagt haben, die Ukraine wird, also die Krim, einer der polnischen Diplomaten hat es so gesagt, die Krim ist nur die Vorspeise und die Ukraine wird die Hauptspeise sein. Also sie haben vor 10 Jahren oder knapp 10 Jahren, als Russland die Krim annektiert hat, haben die schon gesehen, dass hier das imperiale Streben Russlands wieder aufbricht. Die waren da völlig illusionslos und es hat in Deutschland und in Westeuropa niemand geglaubt. Niemand hat sich vorstellen können, es war auch zu bequem mit dem russischen Öl und dem russischen Gas.
das eine ist ja das Vorstellen können und das, was ich an deinem Buch, was mich so von Anfang an so umgehauen hat, ist eben, und da hast du ja auch schon ein bisschen drüber geredet heute, der Ton. Mhm. Und weil du sagst es auch ganz offen, nichts in dem Buch ist neu, nur der Ton ist neu. Mhm. Und manchmal ist es ja eben so, dass Leute etwas sagen, es gibt die warnenden Menschen und das, es gibt aber nicht die richtige Sprache dafür. Mhm. Man hört, das Nicht-Hören hat ja nicht unbedingt, ist ja nicht unbedingt Absicht, sondern welche Sprache wer redet und so weiter. Mhm. Wie hast du diesen Ton gefunden? Also der bedeutet ja auch, eigentlich den Wissenschaftler außen vor zu lassen. Mhm. Ich erlebe dich zumindest hier auch als jemand, der sehr vorsichtig differenziert schaut. Mhm. Und es bin, also das würde ich auch für mich so beanspruchen. Mhm. Und dennoch muss ich auch sagen, es hat mir unglaublich Spaß gemacht, diesen so Flaps zu lesen. Und ich habe mich auch regelrecht angezündet gefühlt. Und erkannt natürlich auch und natürlich aber auch trotzdem gemerkt, okay, das ist jetzt. Der ist jetzt mit Absicht nicht differenziert. Das ist ein Stilmittel. Also A, wie hast du das gefunden? Wie hast du gemerkt, okay, das ist das, also das heißt ja auch ausschließen ganz viel. Das ist das eine. Und das andere ist, wie gefällt dir deine neu erkannte Wut? Gut, zunächst will ich mal berichten, dass ich am Anfang dieses Prozesses, also noch kurz nachdem das Buch erschienen war oder eigentlich kurz davor noch war, ich glaube, es war noch gar nicht erschienen, bin ich interviewt worden für den Spiegel. Mhm. Und die Journalistin hat dann zwischendurch das Aufnahmegerät ausgestellt und mich gebeten, nicht so differenziert zu reden. Denn das würde ja nicht zum Buch passen. Sehr gut. Und ich habe dann gesagt, das Buch hat aber eine ganz andere Funktion, es hat einen ganz anderen Zweck. Und wenn Sie mir eine Frage stellen, dann versuche ich, die so komplex wie möglich zu beantworten, soweit es mir eben möglich ist. Das Buch hat einen anderen Zweck. Ja. Und da auch zu erkennen, das fand ich auch interessant zu sagen, das ist jetzt, das hat die und die Funktion und die ist ja ganz oft, kenne ich das auch von Leuten, die schreiben oder die reden, die wollen ja immer alles zeigen, was so da ist, aber einfach zu sagen, nee, das ist jetzt meine Wutseite und die lässt diese andere, die nette, lässt die einfach außen vor. Gut, wer mich privat kennt, der kennt diese cholerische Seite an mir. Also ich bin von Haus aus Choleriker. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Okay, gut. Dann ist der jetzt mal richtig mit dir durchgegangen. Es war überhaupt kein Problem, dass irgendwie das zu aktivieren gleichzeitig. Aber normalerweise will man denn ja auch verstehen. Also normalerweise ist es ja eine Seite, wo man sagt, die habe ich an mir nicht so gern. Also würde ich. Ja, das Cholerische habe ich an mir nicht gern, könnte ich sagen, gerade wenn mir das gegenüber den Kindern unterläuft. Das ist auch schon vorgekommen, da ärgere ich mich ganz schlimm hinterher selber und es ist mir auch peinlich und ich schäme mich und ich entschuldige mich. Aber manchmal werde ich dann auch laut, wenn ich denke, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Und trotzdem auch unabhängig davon versuche ich schon klar zu sein in dem, was ich sage. Ja. Und bin sicher auch mit so einer gewissen, das wissen auch meine Kollegen, mit so einer gewissen Grundschärfe ausgestattet. Ja, also ich rede nicht um den heißen Brei herum. Prinzipiell nicht. Ich hasse das. Ja, das ertrage ich nicht, wenn dann so Spielchen gespielt werden, sondern ich spreche die Dinge direkt an. Manchmal eben mit Zorn, in der Regel schon ohne Zorn, aber er steht mir jedenfalls auch als Energiereservoir zur Verfügung. Und das war mir schon irgendwie klar. Und gleichzeitig will ich auch sagen, also dass es einen neuen Ton braucht. Und gleichzeitig hat der Ton mich auch gefunden. Ja, es ist nicht so, dass ich mich da nur entschieden hätte dafür und dass das vielleicht mein Element ist in gewisser Weise, sondern der Ton hat mich schon auch gefunden. Und was mir ja irgendwie klar war, ganz von Anfang an, war, dass ich nichts Neues zu sagen habe tatsächlich, weil die Dinge alle bekannt sind. Sie sind entweder erlebt oder erfahren oder sie sind von Wissenschaftlern erarbeitet worden, von eben Soziologen, von Politologen, von Historikern und anderen oder auch von Wirtschaftsleuten, die dann die Zahlen beibringen und so weiter oder auch von Journalisten und Publizisten. Das ist alles bekannt und da kann ich gar nichts Neues dazu beitragen. Also aus eigener, ich kann das nicht in irgendeiner Weise ergänzen, präzisieren, nichts. Ich arbeite nicht empirisch. Ich bin Literaturwissenschaftler. Ja. Ich habe auch gar nicht die Instrumente, ich habe gar nicht die Methoden, um das in irgendeiner Weise anders darzustellen oder zu flankieren oder zu überbieten. Sondern das Einzige, was ich beitragen kann, sind im Grunde drei Dinge. Also einerseits meine Subjektivität, sozusagen den Versuch, das subjektiv zu beglaubigen, indem ich auch von mir spreche,
indem ich auch von der Differenz spreche, die es bedeutet, von mir abstrahieren zu müssen, weil ich sage, ich habe eigentlich keinen Grund, sowas zu machen und trotzdem mache ich es, weil ich eben sehe, die anderen haben nicht diese Lebensmöglichkeiten bekommen, die ich habe und ich aber für eine Demokratie ganz zentral halte. Es geht nicht darum, dass wir alle gleich leben oder in gleichen Verhältnissen, sondern dass wir Chancengleichheit bekommen und dass wir in unseren Lebenschancen gleich sind, soweit es eben geht. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich im demokratischen Grundverständnis, nämlich, dass an der Chancengleichheit gearbeitet werden muss. Das ist sozusagen der eine Punkt, die Subjektivität. Das zweite ist, dass ich gedacht habe, ich kann das Bekannte vielleicht neu arrangieren. Ich kann neue Verbindungen herstellen zwischen dem, was bekannt ist. Das Wichtigste, oder um ein Beispiel zu geben, ist vielleicht, dass man einerseits kritisiert, dass der Osten sich so sehr von der Demokratie abwendet. Und das ist natürlich kritikwürdig. Und der Unterschied zum Westen, das ist jetzt auch in diesen neuesten Studien wieder belegt worden, liegt bei 20%. Dass man sagt, im Westen stimmt jeder Sechste der Demokratie zu als bester Regierungsform, im Osten ist es nur noch jeder Vierte. Also 60-40%. Krass. Und dann würde ich sagen, ja, guckt euch die Lohnunterschiede an, die bei über 20% liegen. Das heißt, ich würde sagen, man kann die 20% Differenz aufeinander abbilden. Sozusagen die demokratietheoretische Frage und die ökonomisch-soziale Frage. Das kann man miteinander korrelieren. Und das halte ich auch für legitim und ganz wichtigen Punkt, wenn ich nämlich das Gefühl habe, ich werde für meine Arbeit, die die gleiche Arbeit ist, und oftmals muss man ja im Osten für Geld auch länger arbeiten. In der Regel liegt, glaube ich, die Wochenarbeitszeit bei 1 oder 2 Stunden mehr. Ich glaube, im Westen sind es 38 Stunden, im Osten sind es 39 oder 40. Das heißt, man arbeitet mehr und bekommt trotzdem sehr viel weniger Geld. Man bekommt vielleicht auch kein Weihnachtsgeld übrigens. Man bekommt auch vielleicht weniger Urlaub und so anderes. Man arbeitet vielleicht auch unter Tarif, weil die Gewerkschaften zu schwach sind oder weil die Firmen eben vielleicht auch gar nicht mal den Mindestlohn bezahlen können oder bezahlen wollen in bestimmten Bereichen. Das sind ja alles katastrophale Zustände, wo doch das Hauptsignal ist, deine Arbeit ist zwar dieselbe, aber wir anerkennen dich als Person trotzdem nicht, so wie sie es eigentlich gehört. Und das führt ja dazu, dass der Abstand übrigens zum Westen immer gleich bleibt, auch in ökonomischer und sozialer und symbolischer Hinsicht. Ja, der Osten ist immer in der Struktur der Abwertung, schon allein dadurch, dass er für dasselbe Arbeit immerzu sehr viel weniger Geld verdient. Und das teilt sich den Leuten ja mit, ja, als Form der dauerhaften Abwertung, der dauerhaften Ausgrenzung. Und im Grunde stehen die vor der Frage, will ich das dauerhaft ertragen oder will ich dann weggehen? Ja, das heißt, die guten Leute, die mobilen Leute, die vielleicht auch die Möglichkeit haben, gehen weg. Die gehen in die Großstädte, die gehen in den Westen oder gehen ganz ins Ausland, um den ganzen deutsch-deutschen Kram einfach hinter sich zu lassen, weil sie es satt haben. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich schreibe das ja auch, dass man erst im Ausland zum Deutschen wird. Mhm. Ja. Also. Du hast noch einen dritten Punkt gehabt? Und der dritte Punkt, also das zweite wäre eben das Neuarrangement des Bekannten. Mhm. Und der dritte Punkt ist der Ton natürlich. Und das ist auch der Punkt, über den sich die meisten aufregen. Ja, die regen sich ja nicht über die Sache auf. Ich würde sagen, regt euch über die Sache auf. Ja. Das ist der Grund, worüber es sich aufzuregen lohnt, nicht über den Ton. Der Ton ist nur eine Strategie. Und es ist auch missverstanden worden, als hätte ich hier, weil ich ja offenbar Professor bin, ein Sachbuch zur deutsch-deutschen Geschichte geschrieben. Habe ich gar nicht, sondern ich habe einen polemischen Langessay geschrieben mit einem bestimmten strategischen Zweck, nämlich um mal den Finger in die Wunde zu legen. Ich finde es so bemerkenswert, weil es, glaube ich, ganz, also so, weil das so eine ganz klare, ich meine, du hast natürlich gesagt, der Ton hat dich auch gefunden, aber sich so, und das kann man ja völlig wegnehmen, auch von dem Thema, ne, man kann das auch jedes andere Thema nehmen, dass man auch gar nicht immer unbedingt sagen muss, ich muss hier was Neues publizieren, was Neues sagen, sondern eigentlich zu gucken, was sind meine Mittel, und du hast die Mittel der Literatur, der Sprache auf deiner Seite, da kennst du dich aus, mit welchen Mitteln kann ich etwas zur Verfügung stellen, um, das ist, sehe ich als dein großes Thema, die Demokratie wieder zu stärken und zu schauen, was kann ich hier eigentlich machen, was kann ich beitragen, und das du bringst den Ton mit rein. Das finde ich, und ich glaube, da kann, also wie gesagt, auch unabhängig von diesem Thema, kann sich, glaube ich, jeder und jede nochmal überlegen, okay, was, vielleicht habe ich nichts Neues, aber was habe ich denn anzubieten, um einen Beitrag zu leisten? Also das ist natürlich auch etwas, was ich nur schreiben kann, weil ich die Arbeit mache, die ich sonst mache. Nämlich sozusagen mit einer Fülle an Stilformen, mit einer Fülle an Tonlagen immer zu tun zu haben, wenn ich mit Literatur zu tun habe. Ja. Also die Literatur zeigt sozusagen die sprachlichen Möglichkeiten in all ihrem Reichtum. Genauso wie die Alltagssprache. Ja. Also Literatur und Alltagssprache sind ja sehr gut miteinander korrelierbar. Man könnte auch sagen, vieles, was in der Literatur gemacht wird, baut auf der alltagssprachlichen Kommunikation auf, auch in den sprachspielerischen Elementen. Aber sozusagen,
darauf sozusagen professionell immer die Aufmerksamkeit gelenkt zu haben. Und für mich spielt auch, wenn ich literaturwissenschaftlich arbeite, immer diese Frage von Sprache und literarischem Text eine zentrale Rolle. Also ich gucke nicht so sehr in meinen Arbeiten darauf, was eigentlich erzählt wird in den Texten, sondern wie es gemacht ist. Ja, das halte ich für viel zentraler, um zu verstehen, was ist eigentlich das Literarische an der Literatur. Mhm. Und also habe ich eine hohe Aufmerksamkeit für sprachliche Phänomene und denke doch zu wissen, welche rhetorischen Strategien hier und da eingesetzt werden und kann mich ihrer hoffentlich auch bedienen. Also ich kann verschiedene Register ziehen. Man wird, wenn man die anderen Bücher von mir liest, die nicht so viel verkauft werden, was eigentlich schade ist, wird man sehen, dass ich durchaus anders zu reden vermag als so. Ja, aber ich war auch eine gute Erfahrung zu wissen, ich kann das auch schriftlich mal so ein Register zu ziehen, wie ich es hier gemacht habe und finde es auch wichtig. Und tatsächlich ist es Demokratieanliegen auch ganz zentral für mich, weil ich denke, ich habe als Hochschullehrer auch eine öffentliche Verantwortung. Und das sind eben die Mittel, die mir zur Verfügung stehen. Ich habe keinen großen Forschungsapparat oder ich habe auch durch die Fachkultur bin ich nicht sozusagen professionell damit befasst, sondern ich komme eben aus der Literaturwissenschaft, ich komme aus der Germanistik und gleichzeitig hätte ich das ohne den Hintergrund nicht schreiben können. Ja, und ich hätte das Buch auch in dieser Form vor 5 Jahren noch nicht schreiben können oder vor 10 Jahren, ja, weil ich sozusagen bewusstseinsmäßig erstens noch gar nicht so weit gewesen wäre und auch überhaupt noch keinen Anlass gesehen hätte, es zu schreiben. Aber jetzt, wo ich den Eindruck habe, es kippt, fand ich schon auch richtig und legitim, mich auch mal zu Wort zu melden. Du hast erst schon von der Angst und der Sorge berichtet. Mhm. Soweit ich das gelesen habe, hat deine Frau gesagt, wenn das rauskommt, brauchen wir Polizeischutz. Ja, das war so 50-50, ironisch, aber auch ein bisschen ernst. Würdest du das immer noch jeden und jeder empfehlen, zu sagen, ja, ich habe hier was, hier bringt mich etwas zum Zittern, hier gibt es, wie heißt es, mein Wutkern wird angesprochen. Glutkern. Mhm. Würdest du es immer noch empfehlen? Was jetzt? Das zu tun, den auch, also du hast jetzt dieses Buch ist raus, ja, es ist unglaublich erfolgreich jetzt, wenn man das einfach nur so rein wirtschaftlich sich anguckt, glaube ich, der Verlag freut sich jeden Tag. Mhm. Aber natürlich kostet das ja auch was. Du hast ganz am Anfang davon erzählt, was das privat auch kostet, aber du bist jetzt eine öffentliche Person, du bist jetzt, finde ich, schon auch eine Stimme des Ostens geworden. Mhm. Also du bist jetzt plötzlich auch wieder eine Zuschreibung. Also du bist jetzt der Ostbeauftragte der Literatur. Genau, also das hat ja alles, du hast deine Mittel zur Verfügung gestellt, aber würdest du sagen, das hat sich gelohnt und würdest du das weiterempfehlen? Also ich habe mit meiner Frau auch jetzt immer mal darüber gesprochen, bei all den kritischen Rückmeldungen, die es auch gab und gibt, und ich könnte ja sagen, so wie ich mich nicht wohl gefühlt habe beim Schreiben, so fühlen sich jetzt manche beim Lesen nicht wohl. Wenn sich das so mitteilt, ist das, finde ich, auch in Ordnung. Ja, ich habe ja auch schon zu einem frühen Zeitpunkt gesagt, das ist keine Wohlfühlprosa. Ja. Ja. Das berichten auch immer wieder Leute, dass es keine Wohlfühlprosa ist, und habe auch offenbar einen Ton so getroffen, dass man sich nicht wirklich neutral zu dem Buch verhalten kann. Das bekomme ich ja auch gespiegelt, aber insgesamt war es auf jeden Fall der richtige Schritt. Das finde ich nach wie vor. Das war ein richtiger und notwendiger Schritt. Das zeigt mir auch die Fülle an Rückmeldungen, die ich bekomme. Und natürlich kann man sagen, es spricht bestimmte Generationen mehr an als andere. Die Jüngeren, ich würde sagen, die nach 1980 im Osten geborenen, sehen es kritischer. Die Älteren sehen es wesentlich positiver und viele von denen fühlen sich ermutigt, fühlen sich auch befreit, fühlen sich entlastet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass sie, also es gibt so zwei Formulierungen, die immer wieder kommen. Sie haben ja aus der Seele gesprochen oder sie haben ja aus dem Herzen gesprochen. Mhm. Ja, und ich bekomme auch massig Lebensläufe zugeschickt. Per E-Mail oder per Brief, wo mir Leute dann berichten, wie sich da in ihnen etwas in Bewegung gesetzt hat, wie sie in ihrem Leben das gespiegelt finden, was ich beschreibe. Das bekomme ich jeden Tag. Ich habe weit über 1000 E-Mails nur zu diesem Buch bekommen an meine Uni-Adresse und bekomme das nach wie vor. Ich bekomme auch immer noch Anfragen. Ich habe Termine bis weit 2024 rein und sehe einfach, wie Leute den Eindruck haben, mit mehr Selbstbewusstsein auftreten zu können. Es gab auch eine
Rezension in der Thüringer Allgemeinen Zeitung mit der Überschrift Eine Entmündigung, so als hätte ich mich da zum Sprecher des Ostens gemacht und hätte die Leute im Osten selber entmündigt. Das Gegenteil ist der Fall. Also, würde ich auch sagen, ja. Mehrheitlich oder fast ausschließlich sind die Rückmeldungen, die ich bekomme, eher die, dass die Leute sich ermutigt fühlen, auch zu ihrem Leben zu stehen, es anzunehmen und auch offensiver damit umzugehen. Und dem Blutkern Platz zu geben. Ja. Und mit mehr Selbstbewusstsein auch zu agieren und sich in gewisser Weise nicht mehr alles bieten zu lassen. Es gab in einer Lesung in Mühlhausen dann eine Frage von einer Frau, die gesagt hat, warum haben wir das mit uns machen lassen? Mhm. Ja, und das zeigt eigentlich den Gestus, also auch im Grunde implizierend, das lassen wir jetzt nicht mehr mit uns machen. Na, solange das eben sich dann widerspiegelt, wir lassen das nicht mit uns machen und das heißt, wir gehen in den Diskurs und wir gehen in den Diskurs, genau. Und nicht, wir gehen in die Bockigkeit und wir gehen in den so nicht und wählen was anderes. Ich glaube, das ist eben das die große Gefahr, die ich auch sehe. Also so, dass es zunehmend ist. Ne? Also und da auch nochmal ganz klar, es ist ein gesamtdeutsches Thema und nicht ein ostdeutsches Thema. Also ich habe das ja schon an anderer Stelle gesagt, ich würde es aber gerne hier auch nochmal sagen, ich habe den Eindruck, dass der Osten sich in Auseinandersetzungen auch mit dem Buch, sofern er sich darauf einlässt, auch in seiner Vielfalt begegnet und in seiner Heterogenität und dass es eine ganz wichtige Selbsterfahrung für den Osten ist, dass er sich hier in seiner Heterogenität begegnet. Und natürlich gab es auch Kritik. Ines Geipel hat das geschrieben, dass das Buch eher zu einer Spaltung beitragen würde, wo ich eher für mich in Anspruch nehme, ich spalte nicht, sondern ich beschreibe die vorhandenen Spaltungen. Ja, also wenn in Berlin an bestimmten Institutionen in West-Berlin andere Gehälter gezahlt werden als in Ost-Berlin, dann ist ganz klar, dass die Spaltung nicht von mir ausgeht, sondern von diesen Institutionen. 33 Jahre after the fact quasi. Das finde ich unerhört. Ja. Und dass zum Beispiel die Firma Bosch den Mitarbeitern im besten Inflationsausgleich bezahlt, aber in Dresden nicht, wie ich es letztens erfahren habe auf einer Lesung, dann finde ich das unerhört. Ja, der Osten hat ein 6-mal höheres Armutsrisiko, ich sag's noch. Und die kriegen keinen Inflationsausgleich. Also wo ist da genau die Spaltung, wer spaltet da? Nicht ich, sondern das sind die Phänomene, das sind Spaltungsphänomene. Und das sind Phänomene von unglaublicher Ungerechtigkeit und Ungleichheit, die natürlich auch dazu führen, dass die Leute im Grunde die Welt nicht mehr verstehen und das auch nicht nachvollziehen können. Und gleichzeitig würde ich eben sagen, das Buch hat auch den Diskurs nochmal anders in Gang gebracht, zumindest vorübergehend. Die Leute reden darüber, sie reden miteinander, sie tauschen sich aus über ihre Position. Ich glaube, es ist seit langem nicht, also es gibt natürlich immer wieder Ost-West-Debatten und es hat immer mal wieder große Ost-West-Debatten gegeben und auch Ost-Ost-Debatten. Aber das ist doch jetzt schon überraschend, für mich selber sehr überraschend, über einen längeren Zeitraum jetzt sehr intensiv diskutiert wird und dass die Leute neu derzeit zumindest ins Gespräch gekommen sind darüber. Hat sich der Kanzler schon bei dir gemeldet? Der Kanzler nicht, aber das Bundespräsidialamt. Ich habe mit den Grünen gesprochen, also mit Frau Göring-Eckardt. Ich habe mit Herrn Kretschmer gesprochen. Das habe ich gelesen auch, ja. Ich habe mit jetzt mehrfach schon mit Frank Richter gesprochen von der SPD, der im Landtag von Sachsen sitzt, der mal zu den Oppositionellen gehört hat. Mit dem habe ich jetzt schon mehrere Veranstaltungen gehabt und habe ich auch noch Veranstaltungen. Also es gibt da eine ganze Reihe mit Frau Teuteberg von der FDP, habe ich gesprochen auf der Buchmesse. Also mit den Vertretern oder mit einigen Vertretern der demokratischen Parteien habe ich gesprochen. Auch Herr Czaja hat mich ins Adenauerhaus eingeladen zum Gespräch und hat mich auch jetzt nochmal eingeladen für den 9. November. Also es gibt ein großes und sehr ernsthaftes Interesse, auch von politischer Seite mit mir ins Gespräch zu kommen und vielleicht manche Dinge besser zu verstehen und das auch ernst zu nehmen, was da passiert. Du sprichst jetzt wirklich ganz explizit, der Sprachmensch vor mir, demokratische Parteien gesagt. Ja. Was mich interessieren würde, also das ist irgendwie, hat mich die letzten Tage beschäftigt und das hast du bestimmt auch gesehen, dass auf dem Cover vom Stern in dieser Woche Alice Weidel zu sehen ist mit einem Interview. Und ich habe mich gefragt, also oder frag dich jetzt, weil ich mir so eine Unschlüssigkeit dazu habe, weil ich nicht weiß, okay, wie verhandeln wir das jetzt? Also mit welcher Sprache reden wir darüber? Wie reden wir miteinander oder nicht? Und natürlich ist mir auch klar, dass, es ist einfach, also ich habe gesagt so, ich kaufe mir den jetzt diese Woche, weil ich habe das Gefühl, das ist mein, also nur mein inneres Gefühl, das ist nicht faktisch, sondern einfach nur
mein Glutkern geht da an. Ich glaube so, das ist eine Zeitenwende gerade. Irgendwas passiert da gerade, was ich nicht so richtig, also was ich irgendwie merkwürdig finde. Ja. Mhm. Also im Sinne von, also man sollte sich das merken. Ja. Hast du da einen Blick drauf? Also ich blicke da mit meinem Alltagsverstand drauf, so wie jeder andere mit seinem Alltagsverstand darauf blickt. Ich bin ja auch kein Politikberater oder kein politischer Analyst oder irgendetwas. Ich finde die Situation extrem bedrohlich. Es ist leider so, dass 1929, glaube ich, oder 1930 Thüringen schon das erste Land war, in dem es ein Vertreter der Nationalsozialisten an die Macht geschafft hat. Ich glaube, es war Saukel in Weimar, bin ich mir nicht mal ganz sicher. Also Thüringen hat da leider eine lange Vergangenheit. Ja, also ich habe natürlich auch, ja, ich bin ja auch ratlos, finde es bedrohlich. Hab den Eindruck, dass die politischen Parteien, also die anderen politischen Parteien, sich nochmal auf einer ganz anderen Ebene mit diesen Problemen auseinandersetzen müssen. Es ist ja offenbar so, dass es gab ja erst vor 2 oder 3 Wochen eine Meldung, jetzt abgesehen von diesen Zahlen und abgesehen von der Wahl in Sonneberg, dass es eine ganze Reihe an Trotz- und Protestwählern gibt, die man offenbar verloren hat, dass es Wanderungsbewegungen gibt von links nach rechts, von der FDP nach rechts, von der CDU nach rechts. Es gibt auch Überlegungen innerhalb von CDU-Kreisen, dass es ja vielleicht anders ausgehen würde in Sachsen und Thüringen, wenn es da eine CSU oder Freie Wähler gäbe. Ja, also die sozusagen noch weiter rechts sind von der CDU, dass die vielleicht einige dieser Wählerschaften auch bedienen würden. Ist ja wohl auch so, dass die, die früher rechts in der CDU waren, jetzt eher AfD wählen, dass sie abgewandert sind. Das heißt, die politischen Parteien der Mitte müssen sich stärker überlegen, welche Strategien sie entwickeln können, um diese Wählerschaften zurückzuholen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Man wird nicht alle zurückholen. Es gibt, also ich glaube, wenn ich es richtig sehe, redet man von ungefähr 10 bis 15%, die hart rechts sind, rechtsextremistisch. Die wird man nicht vom demokratischen Prinzip überzeugen können. Aber bei den anderen sollte man doch überlegen, wie man eher Politik für die macht. Und dann ist es natürlich auch ein starkes Stadt-Land-Problem, gerade im Osten. Der Osten hat weniger große Städte. Man sieht ja, wie die großen Städte eben nicht so leicht für die AfD-Wählerschaften zu gewinnen sind. Also im Osten sind es vor allen Dingen Berlin, Leipzig und Dresden. Die anderen Städte haben ja alle unter 500.000 Einwohner. Mhm. Also Erfurt hat 220.000, glaube ich. Halle ungefähr so viel, Magdeburg ungefähr so viel. Und dann eben kleinere wie Jena mit 100.000 oder so. Ich glaube, Rostock hat auch ungefähr 200.000 oder 220.000. Und ansonsten haben sie vor allen Dingen ländliche Gebiete, ja, die Infrastruktur schwach sind und anderes mehr. Und die Politik, die gemacht wird, ist ja doch oftmals so, das sind auch Probleme, die für Frankreich und England und Amerika beschrieben worden. Das ist eben im Wesentlichen eine Politik für die Städter, ja, und für die mobilen akademischen Eliten. Von mobilen akademischen Eliten. Ja, das ist ein Teil des Problems. Da gibt es ein sehr gutes Buch von dem David Goodhart, dem englischen Publizisten, der da auch unterscheidet zwischen Anywheres und Somewheres. Die Somewheres, das sind die, die sozusagen im ländlichen Raum verortet sind, die auch im Wesentlichen da wohnen. Und die Anywheres, das sind die, die sich vorstellen können, überall zu leben. Ja, die auch dann beruflich viel unterwegs sind, weltweit. Weißt du, wie das Buch heißt? The Road to Somewhere heißt das. The Road to Somewhere. Und der unterscheidet, das ist so eine griffige Unterscheidung geworden. Also die Mobilen, das sind die Anywheres und die anderen, das sind die Somewheres. Und das ist ja auch in England zu beobachten gewesen, dass die Brexiteers eben nicht aus London kamen, ja, zum Beispiel, sondern die kamen eben eher aus den deindustrialisierten Gebieten von Mittelengland. Und das sind Dinge, also diese Stadt-Land-Strukturen, diese globalen Phänomene der
der demokratischen Gesellschaften im Westen, die schlagen sich hier in dieser Ost-West-Differenz anders nochmal nieder. Oder man könnte sagen, das, was sozusagen an globalen Problemen existiert in westlichen Demokratien, das wird hier verstärkt durch die Ost-West-Differenz, also durch die spezifische Situation Ost und West. Das wäre jedenfalls einer meiner Erklärungsversuche. Und was glaubst du, welche Art von Sprache dafür angemessen ist? Also vor allen Dingen in der Sprache mit der AfD. Also deswegen ist mir dieser dieser Sternentitel und das Gespräch, was da auch drin ist. Ich habe nur Auszüge daraus bisher gelesen. Und weil du eben aus der Sprache kommst, hat mich das interessiert. Da müsste ich länger drüber nachdenken. Mhm. Also man wird die Leute nicht zurückholen in die eher demokratische Mitte, wenn man nicht mit ihnen redet. Und man muss versuchen, mit ihnen zu reden und man muss versuchen, eine angemessene Sprache zu finden, eine Sprache, die die mitnimmt. Es gab letztens einen großen Artikel von Sabine Rennefanz im Spiegel, die sehr scharf und zu Recht aus meiner Sicht kritisiert hat, wie der Kanzler da in der einen Situation in Brandenburg mit den Leuten geredet hat. Dass er nämlich, ging es irgendwie um das Agieren der Bundesregierung im Blick auf den Ukraine-Konflikt oder Ukraine-Krieg. Es ging darum, dass die Bundesregierung Verhandlungen mit Russland ablehnt oder sich gegen diplomatische Lösungen wendet, dass man eher für Waffenlieferungen nach wie vor ist und so weiter. Und der Kanzler war da wohl in Brandenburg und die Leute waren eben eher für Diplomatie und waren gegen Waffenlieferungen. Und er hat dann wohl, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, den Satz gesagt, wenn ihr nur ein bisschen Hirn hättet. Und hat er noch was angeschlossen, dann würdet ihr quasi so denken wie ich, so ungefähr. Aber es kommt auf diesen ersten Satz an, wenn ihr nur ein bisschen Hirn hättet. Und das ist natürlich eine Art, die Leute nicht abzuholen und sie zu diffamieren und herabzuwürdigen und zu sagen, ihr seid ja im Grunde überhaupt nicht satisfaktionsfähig. Sabine Rennefanz hat es als Moment der Wahrheit bezeichnet, wo der Kanzler dann doch mal einen Satz gesagt hat, wie er ihn offenbar schon öfter gedacht hat. Ja, und wo sozusagen das politisch Gewiefte dann mal für einen Moment ausgesetzt hat. Ja, einen Moment auch der politischen Ehrlichkeit. Und gleichzeitig ist es natürlich klar, dass das ein Moment ist, wo die Leute eher ja, noch bockiger werden, wenn man sowas zu ihnen sagt. Und das versteht man auch. Ja. Man möchte nicht vom Bundeskanzler in irgendeiner Weise verletzt und beleidigt werden. Und das ist ja auch eine Form, nicht anzuerkennen, dass es andere Perspektiven gibt, über die man vielleicht auch mal 5 Minuten nachdenken könnte. Ja, dass man überlegen könnte, was ist vielleicht doch dran? Es wird ja schon immer unterstellt, es muss auf jeden Fall falsch sein, weil es nicht von mir selber kommt. Das ist ja eine unwürdige Haltung aus meiner Sicht. Ja, das ist ein ganz wichtiger Satz. Ja, beobachte ich an ganz vielen Stellen. Ja. In allen Diskursen, die wir aktuell haben, gibt es nicht mehr, der andere könnte Recht haben, sondern es nur ich kann Recht haben und nur meine Perspektive. Das ist schrecklich. Das ist super schrecklich. Ja, für dich auch. Also, man muss es auch mal aushalten, dass der andere eine andere Position hat. Ja, das ist durchaus auszuhalten und es ist vielleicht auch ein Anlass, mal in sich zu gehen und vielleicht zu überlegen, ja, vielleicht hat er Recht oder vielleicht haben wir beide ein bisschen Recht und wir treffen uns in der Mitte oder so. Es gibt ja so viele Abstufungen auch. Ich würde es langsam schließen, weil wir haben ja schon die 2-Stunden-Marke. Ich hab so ein Thema, was mich noch kurz interessieren würde. Vielleicht können wir es kurz, weil wenn du unterrichtest an der Uni und jetzt gerade ein bisschen weniger, du hast ja dann mit einer ganz neuen Generation zu tun, offensichtlich. Jüngeren Generation, die ganz anders, also wo das Thema Diskriminierung, der Blick auf Minderheiten ein ganz, ganz anderes, also über Gendern, über Transpersonen wird gesprochen. Es wird, ja, es finden sich da viele Positionen. Aktivismus ist ein großes Thema gerade. Wie ist der Diskurs, den ihr miteinander führt? Weil ich habe so das Gefühl, dass wir gehe ich mal auf dünnes Eis, dass wir eher eine schwarze Kachel posten für Black Lives Matter, was ich total richtig finde, was aber vor allen Dingen auch sich durch Amerika zu uns trägt als Phänomen. Und aber das Thema der eigenen Diskriminierung vielleicht, also das, worüber wir in dem ganzen Gespräch gesprochen haben, eigentlich gar nicht so eine Öffentlichkeit hat. Also zumindest ist es nicht, also vielleicht auch weiß die Generation gar nicht so,
anspricht. Was meinst du jetzt mit eigener Diskriminierung? Wenn wir jetzt, wenn wir darüber reden, ne, 1,6 Prozent oder also es gibt eine Chancenungleichheit. Also das ist, würde ich als eine Diskriminierung bezeichnen. Ja, klar. Ja. Aber das findet eben nicht so viel, also find, zumindest in meiner Beobachtung, bekommt nicht so einen großen Platz. Und jetzt hast du ja mit dieser Generation im Hörsaal zu tun. Findet da ein Gespräch miteinander statt diesbezüglich? Unterschiedlich. Also ich habe, also erstmal bin ich mit diesen Diskursen seit langem vertraut, weil ich auch viel in den USA war. Und ich kenne das von Anfang der 90er Jahre. Da waren die Fragen nach Political Correctness schon virulent, als ich Anfang der 90er Jahre da war. Und natürlich ist die USA ein viel heterogeneres Land. Das heißt, die Diskurse sind viel stärker ausgeprägt, weil die Gesellschaft sehr viel heterogener ist. Ja, also wenn die Menschen von überall her kommen, wenn Menschen aller Spielarten zusammenkommen, dann muss es auch andere Regeln des Zusammenlebens geben oder es muss sozusagen explizitere Regeln des Zusammenlebens geben. Das habe ich mehrfach auch erlebt, dass zum Beispiel dann in Instituten und an den Universitäten auch Schulungen durchgeführt worden sind für Lehrkräfte, wie man mit dieser Heterogenität umgeht, was es für Grundregeln gibt, auch für Studierende auf dem Campus, wie man sich zu verhalten hat, wohin man sich wenden kann. Also es ist sozusagen das, was als selbstverständlicher, respektvoller Umgang eigentlich erwartet wird, kodifiziert worden nach außen für alle sichtbar. Verstehe. Damit man sich daran anhalten kann, weil eben die Heterogenität der Gesellschaft dafür sorgt, dass man doch aus unterschiedlichen Regelkreisen kommt. Ja, ja. Da gelten unterschiedliche Regeln und dann muss man auch darauf hingewiesen werden, hier gelten die und die gelten mit gutem Recht. Ja. Und ich fand das immer gut nachvollziehbar, dass es explizit gemacht wird, damit auch keiner sagen kann, das wusste ich nicht. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man ist dann ganz anders sensibilisiert worden dafür. Und das habe ich natürlich auch immer wieder, also nicht nur, wenn ich selber dort war oder dort bin, erlebt, sondern habe da auch, ja, weil ich amerikanische Freunde habe, mit denen immer einen Austausch darüber, auch über die Entwicklung. Und ich sehe auch, wie das immer dann hier nach Deutschland rüberkommt oder nach Europa. Und die geisteswissenschaftlichen Departments sind an diesen Entwicklungen immer vorn dran. Ja? Ja. Da wird das sozusagen ja als erstes verhandelt durch die Diskurse, die da geführt werden. Und natürlich ist diese Frage jetzt dieser eigenen Diskriminierung schon virulenter geworden, dadurch, dass ich das angesprochen habe mit dem Vortrag und mit dem Artikel in der FAZ und jetzt mit dem Buch. Es spielt im Lehralltag keine Rolle, aber es spielt natürlich dann sozusagen in den Pausen oder auch in den anderen Formaten eine Rolle. Also der Kreis, den ich da habe, das sind Doktoranden und Masterstudenten, mit denen ich da und einem Kollegen zusammen mich im Semester treffe und wir arbeiten einerseits an den Dingen, die wir machen wollen, wissenschaftlich, aber danach geht es schon immer auch um das Buch. Die wollen das Wissen berichten, ihre eigenen Erfahrungen. Ich werde auch von anderen Studierenden angesprochen und es zeigt sich eben, dass das Problem nicht einfach verschwindet unter den jungen Leuten. Also sie haben eine Aufmerksamkeit dafür, vielleicht durch die eigenen Lebensgeschichten, durch die Lebenserzählung der Eltern, der Großeltern. Sie sehen die Benachteiligungsstrukturen ja auch. Ja, die Benachteiligungsstrukturen betreffen sie ja auch. Die gehen ja auch so weit, dass sie dann in ihre Lebensentscheidung mit eingreifen, nämlich dass sie überlegen müssen, bleibe ich hier oder gehe ich weg? Stimmt. Ja. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also sie müssen sich mit dem Problem auseinandersetzen. Ich habe Leute gesprochen, die aus dem Raum Görlitz kommen, wo am wenigsten verdient wird überhaupt, deutschlandweit. Und für die ist dieser Unterschied Ost-West natürlich sozusagen Alltag. Ja, und zwar als extreme Benachteiligungsstruktur, die sich verstetigt hat. Ja, das ist ja Teil des Problems. Gibt ja die These, wenn Leute wie ich gestorben sein werden, ist das Problem verschwunden. Nein, das Problem verschwindet nicht, weil die Benachteiligung nicht verschwindet und weil auch das Reden ja nach wie vor in einer abfälligen Weise stattfindet. Dadurch setzt sich das ja immer weiter fort. Das ist ja Teil des Problems. Und wenn man nicht daran arbeitet, dagegen zu steuern, dann, wie gesagt, denke ich, dass die Demokratie das auf Dauer nicht aushält, ja, dass sie kaputt geht daran. Oder dass es ein Faktor ist, warum sie kaputt gehen kann. Das ist jedenfalls die große Sorge, die mich auch veranlasst hat, das Buch zu schreiben und warum ich jetzt beispielsweise hier sitze und mit dir darüber rede. Weil ich wichtig finde, dass man sich das klar macht und dass man versucht, dagegen zu steuern, jeder mit seinen Mitteln auch.
Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass sich im öffentlichen Diskurs hier und da schon ein bisschen was bewegt, dass man ein bisschen reflektierter über die Dinge spricht, dass man etwas fairer spricht. Ja, deswegen sagte ich das auch erst mit den Zahlen, mit den Wahlergebnissen. Das wird, ist mein Gefühl zumindest, ist, weiß jetzt nicht, ob das dann unbedingt mit deinem Buch nur zu tun hat, aber ich erlebe schon so eine gewisse Vorsichtigkeit, was ich auch super finde, was ich auch in anderen Bereichen erlebt habe. Ne? Also wenn man wenn man sich ein Buch von Tupoka Ogette durchliest, Exit Racism, und dann erstmal merkt, ach, okay, oh shit, wusste ich nicht, und sich damit auseinandersetzt. Also das ist, das macht einen, macht die Menschen ja schlauer, und eben, ich finde das ganz gut, was du über Amerika erzählt hast, ne? Dass man sich da ganz anders mit auseinandersetzt, sowieso schon mal. Mhm. Und das macht total Sinn, sich dessen viel bewusster zu werden. Und interessant auch und auch wichtig zu hören, dass das eben bei den jungen Studierenden auch Thema ist und auch, dass sie sich damit auseinandersetzen und natürlich jetzt ein Gegenüber haben, mit dem sie das auch nochmal machen können. Aber das war mir in meinem Bekanntenkreis, ist das gar nicht mehr so sehr Thema. Also in den Jüngeren, die sind zwischen 20 und 30, ist es eher so, echt? Also ich habe festgestellt, dass es auch darauf ankommt, tatsächlich, wo man lebt und wie weit das weg ist. Also ich höre immer wieder auch jetzt von jemandem beim Verlag, der hat lange im Südwesten und im Westen gearbeitet, also Raum Aachen und Freiburg. Das spielt jetzt keine Rolle, weil das für die Leute einfach nicht in, im Alltag relevant wird. Und der hat gesagt, seit er hier in Berlin ist, ist es ein Top-Thema für ihn. Und das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass man plötzlich natürlich einfach, weil das hier Thema ist, anders darauf aufmerksam wird. Wobei ich sagen würde, in Berlin ist es nochmal anders, als wenn man eben dann irgendwo im Osten wohnt. In Leipzig oder in Dresden ist, genau, oder noch in kleineren Städten, wo das nochmal anders thematisiert wird. Und man könnte vielleicht sagen, für die jüngeren Leute ist es das Problem nicht mehr in derselben Art und Weise, aber in transformierter Weise schon. Ja, es verwandelt sich, und die gehen ja auch teilweise anders damit um. Die gehen sehr viel offensiver damit um. Ja, es gibt diese Plattform Dritte Generation Ost oder Wir sind der Osten, die versuchen das ja positiv zu wenden, dass sie sagen, okay, wir sind dann eben Osten, wir machen was draus, wir gründen Netzwerke, wir organisieren uns, wir versuchen unsere eigene Kreativität zu entfalten in den Möglichkeiten, die es gibt. Deshalb verstehen die nicht so richtig, dass ich jetzt sozusagen dieses Buch geschrieben habe. Mhm. Die denken, ja wieso? Wir sagen doch, dass wir aus dem Osten kommen. Wieso sagt er das nicht? Ja, weil meine Generation eine ganz andere Erfahrung gemacht hat. Das ist eine Erfahrung, die auch Angela Merkel ja thematisiert hat in ihrer letzten Rede. Das ist eine Erfahrung, die Katrin Göring-Eckardt auch auf ihrer Homepage beschreibt. Dass sie dass sie eben nicht das so zum Thema gemacht hat, weil sie natürlich gesamtdeutsche Grünenpolitikerin sein will und weil sie aber natürlich auch eine Ahnung davon hat, welche Stigmatisierung das nach sich ziehen kann. Haben viele Künstlerinnen und Künstlerinnen auch. Also das ist total, also kenne ich auch ein paar Beispiele, die sagten, nee, ich möchte nicht hier über meine Ostvergangenheit reden, weil ich möchte nicht der oder die Ostschriftstellerin sein. Genau. Also das ist ja die Erfahrung, die ich beschreibe, die ich selber auch am eigenen Leibe gemacht habe. Und am Ende ist es auch eine Frage des Temperaments, wie man damit umgeht. Ja, ja. Ob man damit offensiv umgeht oder eben nicht. Es gibt diese eine schöne Stelle in Dominik Graf in, im Angesicht des Verbrechens, wo Roland Zerfeld als Ostberliner Kommissar da neu zu dieser Soko, glaube ich, kommt und sagt in einem Berliner Dialekt, ich komme aus dem Osten, kann also alles. Das ist sozusagen auch eine Strategie, wo man das cool einfach so, abtropfen lässt. Ja, aber es ist ein guter Satz auf jeden Fall. Genau. Sehr gut. Ich würde schließen mit drei schnellen Fragen noch. Wir haben so wahnsinnig viel über Bücher geredet hier auch, und ich gucke, dass wir das alles zusammengetragen kriegen. Aber wenn man nur ein Buch lesen sollte nach diesem Podcast, welches wäre das? Das ist eine gemeine Frage an dich, ich weiß, aber. Ja, das, was ich eigentlich empfehlen würde, kann ich nicht sagen. Das kriege ich dir dann im Nachhinein. Oh, das ist stark. Welches? Also soll es aufs Thema bezogen sein? Nein, also was du, das generell, wo du sagst, oder das ist ein Buch, was du oft weiter verschenkst. Ich darf nur eins nennen? Eins, ja. Also eins. Bei, die Liste ist sowieso schon so riesig, also deswegen musst du dich jetzt festlegen. Eins. Da brauche ich einen Augenblick. Ja. Okay, es soll was Lustiges sein, ja. Von Lawrence Stern, The Life and Opinions of Tristram Shandy. Das ist einer der lustigsten Romane, die es überhaupt gibt aus dem 18. Jahrhundert. Willst du ganz kurz erzählen, worum es da geht? Es geht, also das Buch ist in sogenannten 8 Büchern erschienen.
das heißt wie so ein Fortsetzungstext. Und das war einer der ersten, der so die Cliffhanger erfunden hat. Ja. Und ganz Europa war scharf darauf, wie es weitergeht. Das ist zwischen 1761 und 1769, glaube ich, erschienen. Und man hat immer darauf gewartet, wie es weitergeht. So, man kennt das ja als Serienjunkie auch. Wie geht's weiter? Ja. Was macht Walter White jetzt als nächstes? Das war also ein ganz wichtiger Punkt. Und die ersten vier Bücher geht es erstmal nur darum, wie Tristram gezeugt wird. Und geht es um seine Eltern, Vater und Mutter und um Onkel Toby. Da wird übrigens der Begriff des Steckenpferdes erfunden, das Hobbyhorse im Englischen. Das wird da eingeführt. Hobbyhorse. Das wird da eingeführt, das ist das Steckenpferd. Und der baut immer Schlachten nach. Ja. Mhm. Der hat da so ein großes Feld, wo er sich da engagiert. Und in den ersten vier Büchern wird schon sehr lustig davon erzählt. Und da wird von Tristram erzählt und er ist noch gar nicht auf die Welt gekommen. Ja. Wie die Namensgebung stattfindet und so weiter und wie er dann aufwächst. Also es ist äußerst lustig. Hochgradig reflektiert, aber es ist sozusagen auf verschiedenen Ebenen lesbar und es ist wirklich voll mit bestem britischen Humor. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank dafür. Die zweite Frage: Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Das ist in den letzten Wochen, Monaten einiges zusammengekommen, nehme ich mal an. Da weiß ich ja gar nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Ja, deswegen das Erste, was da also, einfällt. Also, um mal mit einer mehr aufzuräumen. Ja, einer der Vorwürfe, der immer mal wieder auftaucht, ist der, ich würde im Buch sagen und auch an anderer Stelle, die ostdeutschen Männer seien die am meisten benachteiligte Gruppe seit 1990. Das ist also auf jeden Fall der größte Unfug, den man sagen kann. Denn das steht nicht im Buch. Im Buch steht etwas anderes. Es steht drin, die ostdeutschen Männer gehören mit zu den am meisten benachteiligten Gruppen seit 1990, was völlig anderes ist. Und ich bitte darum, auf diesen semantischen, der ein Kategorialunterschied ist, aufmerksam zu werden. Ja, und nicht diese Lüge, die es ist, immer weiterzutragen. Ja, also das ist auf jeden Fall grundfalsch und grenzt an Verleumdung. Und da bin ich auch sehr empfindlich inzwischen, weil sich das so verselbstständigt hat und immer weiterträgt. Es steht nicht im Buch, ich sage es nirgendwo und trotzdem wird behauptet, dass ich das sage. Ich schließe da einfach an die soziologischen Forschungen von Steffen Mau, dem Soziologen der Humboldt-Universität, der das nämlich erforscht hat, systematisch. Und das betrifft zunächst die ersten beiden Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg, also die Generationen zwischen 1945 und 1975, und der in einem Vortrag letztes Jahr in Konstanz darauf hingewiesen hat, dass auch die ostdeutschen Männer der Jahrgänge 1975 bis 1990 davon betroffen sind. Ja, also nochmal, es ist nicht die am meisten benachteiligte Gruppe, sondern es ist eine der am meisten benachteiligten Gruppen, und das ist nachweislich so. Mhm. Und ich referiere nur wissenschaftliche Ergebnisse, das kann man einfach mal zur Kenntnis nehmen, statt mir diese Lüge unterzuschieben. Da bin ich auch leicht empfindlich inzwischen, weil ich es einfach nicht ertrage, wie unfähig die Leute dann sind zur Lektüre. Da muss ich eine Frage dazu nachstellen. Mhm. Und zwar, wie kommt das? Also ich meine, das ist ja, also ich habe ich habe das auch gelesen und habe dann die Zuschreibung Misogyn gelesen. Und ich finde das auch, man sollte Sachen genau lesen, wenn man darüber schreibt. Und natürlich hat auch jeder und jeder macht Fehler und so weiter und so fort, ja. Aber warum passiert das? Was ist deine These dazu? Also ich würde sagen, das hängt ganz klar mit dem Framing meines Spiegel-Interviews zusammen. Ich habe ja im Spiegel ein Interview gegeben. Ja. Ich habe das auch zur Autorisierung bekommen, habe das entsprechend zurückgeschickt, aber ich hatte keinen Einfluss natürlich auf das Bild, das verwendet wird, als Aufmacherbild. Und auch nicht auf die Anmoderation dieses Interviews, wo dann, was ich völlig abwegig finde, davon die Rede ist, ich würde mich um die Rettung der Ehre ostdeutscher Männer bemühen. Was für ein Quatsch. Ja, aber das ist der Spiegel live und in Farbe. Und da hat es angefangen. Und das Bild, ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast. Nee, ich habe es nicht. Ist ein Bild aus dem Jahr 1993, wo man ostdeutsche Männer im Arbeitsanzug sieht, also im Blaumann, die alle Schnauzbart tragen und alle zeitgemäß Fukuhila. Das heißt, hier wird in einem Interview für das Jahr 2023 ein Bild genommen, das 30 Jahre alt ist und es nur den zurückgebliebenen Osten zeigt und dann nur Männer. Und das hat sozusagen, diese Art von Framing, und anders kann ich es nicht bezeichnen, hat zu dieser Fehllektüre geführt.
Ja, es steht auch im Interview richtig drin, so wie ich es gesagt habe, auch im Buch. So steht es drin. Aber die Wahrnehmungssteuerung durch das Framing ist natürlich eine andere. Durch Überschriften, ja, durch Bilder. Durch die Überschrift und durch das Bild. Und man sieht hier, wie mächtig diese Bilder sind. Das heißt, man gibt mir die Möglichkeit, über diese Dinge zu reden. Man lässt mich also zu Wort kommen, um mich dann aber durch das Framing doch wieder dahin zurückzuschicken und auch gleichzeitig noch zu delegitimieren. Ja, das ist ein ungeheurer Vorgang. Und das ist für mich sozusagen der Punkt gewesen, warum diese Fehllektüre zustande gekommen ist oder zustande kommen konnte. Also ist jedenfalls meine Annahme. Und hast du mit dem Spiegel darüber geredet? Ich hatte noch mit der Journalistin sozusagen kurz einen Austausch darüber, die meine Kritik an dem Aufmacher nicht verstanden hat. Und die sich da auch vielleicht auch verletzt fühlte durch meine scharfe Kritik. Ich habe das früh schon kritisiert, dass das so gemacht worden ist. Also warum nimmt man nicht ein Bild aus dem Jahr 2023? Ja, es geht um ein aktuelles Problem, es geht um eine aktuelle Zustandsbeschreibung. Oder von mir. Ja. Ja, kam ja auch vor, aber es wurde eben dieses Bild genommen und die Redaktion hat es entschieden. Und das ist natürlich eine Form, auch den ganzen Zusammenhang, um den es da geht, zu entwerten. Indem man dieses alte Bild nimmt, indem man dann im Grunde suggeriert, na guckt euch an, ja, da kommt so ein alter weißer Mann, der hier über alte Dinge redet, die keinen mehr interessieren. Und den schicken wir auch gleich dahin zurück mit dem Bild. Ja. Auf der anderen Seite geben sie dir damit ja auch recht. Ja, das ist das Schlimme dabei und das Paradoxe. Ja. Ja, also, dass sie genau das machen, was ich kritisiere. Ja. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Wir enden vielleicht mit was Schönem. Und zwar einer Plakatwand am Alexanderplatz. Mhm. Und Imagination ist gefragt, aber das sollte für dich kein Problem sein. Mhm. Und du darfst entscheiden, was für alle, die daran vorbeilaufen, zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf? Da müsste ich mir eigentlich auch noch Bedenkzeit. Ach, das schiebst du aus. Da mache ich mir keine Sorgen jetzt. Okay, have fun. Hammer. Also unerwartet. jetzt mit deinem Namen unterschrieben. Have fun, finde ich einen unerwarteten Satz, aber richtig, richtig gut. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht im Sinne von, Spaß hat ja immer sowas, man muss die ganze Zeit lachen. Das finde ich aber nicht. Ich finde, Spaß ist, wenn man im Flow ist und wenn man wenn es einen bereichert. Das ist für mich auch Spaß. Und das hat mir in dem Sinne richtig, richtig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deinen Besuch. Danke gleichfalls. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Sehr gut. Danke. Das war Dirk Oschmann. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und auch Zuschauen. Was ich nach Gesprächen wie diesen immer weiß: Ich weiß dann mehr, was ich nicht weiß. Zum Beispiel weiß ich relativ wenig, das ist mir aufgefallen, über die DDR-Geschichte, auch darüber, was genau zwischen 89 und 90 passiert ist. Da habe ich dringend Nachholbedarf. Dann gab es hier ganz, ganz viele Buchtipps. Wir packen diese ganzen Buchtipps unten in die Beschreibung der Folge rein. Dann kann man die leichter finden und dann auch nachlesen, so wie ich das machen werde zum Teil. Was mir in diesem Gespräch auch aufgefallen ist, wie wichtig es ist, seine eigenen Mittel zur Verfügung zu stellen. Und wie das Dirk gemacht hat, finde ich wirklich erstaunlich, dass er sich seine literaturwissenschaftlichen Fähigkeiten genommen hat, sich auf dieses Thema gesetzt hat, oder dieses Thema ist ja viel mehr zu ihm gekommen, und dann hat er das mit seinen Mitteln bearbeitet. Und wie groß dieses Thema geworden ist, das kann man allein sehen, wenn man die letzten Tage und Wochen mal so durch die großen Medien blättert und sieht, wie oft das Thema Thema ist. Und ganz viel geht, glaube ich, auf Dirk Oschmann zurück. Deswegen Chapeau und deswegen nochmal drüber nachdenken, auch für mich, für alle, was sind die eigenen Mittel, was kann man selber machen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und hier geht es ja vor allen Dingen um Demokratie. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge zu sagen habt, was ihr daraus mitgenommen, was ihr lernt. Hier schauen ja Menschen und hören Menschen aus Ost und West zu. Spielt das überhaupt eine Rolle noch für euch? Worüber denkt ihr nach? Worüber denken vielleicht eure Eltern nach? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hier bei YouTube geht das oder auch bei Spotify. Und ich freue mich, wenn es da vielleicht eine kleine Diskussion gibt, wenn es da ein bisschen weitergeht. So, das war's von mir. Wenn ihr Lust habt, noch eine Folge zu schauen oder zu hören, dann empfehle ich euch die Folge mit Milan Peschel. Da haben wir auch über das Thema Osten gesprochen. Da bin ich dann auch drauf gekommen, Dirk Oschmann hier einzuladen. Da reden wir über Erinnerungskultur. Und was will ich noch sagen? Ja, herzlichen Dank bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, bei Jan Köppmann an die Finz für die Musik und bei Lena Rocholl und bei Torben Becker für die redaktionelle Unterstützung. Wir hören und sehen uns hier wieder nächste Woche. Ich freue mich darauf. Euer Matze.